Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang an gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio und Kickers TV. Das Ganze aus dem Saarland bei der SV Elversberg. Da gastiert die OFC U19 und heute soll das möglich gemacht werden, was kaum möglich scheint. Der OFC zum zweiten Mal, nachdem die U15 bereits aufgestiegen ist, in die höchste deutsche Spielklasse. Jetzt soll nachgezogen werden bei der U19. Und dafür sind auch viele, viele OFC-Fans mitgereist hier ins Saarland. Wir schwenken gleich mal hier über den Platz rüber. Und damit ihr so ein bisschen Zeuge werdet, was auf der anderen Tribünenseite eben möglich ist. Und da haben sich einige hier angefunden. Überwiegend, muss man sagen, auf dieser anderen Tribünenseite OFC-Fans, habe ich ausgemacht. Ich bin vorhin nochmal durchgelaufen. Ja, und was natürlich alle interessiert, das ist, wie wird denn der OFC spielen? Und dafür haben wir eine Grafik vorbereitet. Die werden wir jetzt mal einblenden. Da haben wir es nämlich schön hier auch nochmal aufgelistet. Wir haben im Tor mit der Nummer 22 Trampontana, das ist Angelo, genau. Und dann haben wir Marc Knopp mit der 2, Visa Gashi mit der 3, Marco Borras mit der 5, mit der Nummer 6 Rasim Bulic. Mit der Nummer 7 kennen wir von den Profis Jakob Lemmer, mit der Nummer 8 Luca Garic, den kennen wir auch natürlich von den Profis. Giuseppe Signorelli, das ist der Mann mit der Nummer 9, der soll die Tore machen. Dennis Hussein Basic, das ist die 11. Und dann haben wir Velianu und Dos Santos Ferreira mit der Nummer 19. So will der OFC heute hier ja, in Elversberg bestehen, ehe es dann am Ende nächste Woche nochmal zum großen Finale kommt. Das Ganze dann am Sonntag im Sana Sportpark in Offenbach. Dann wird die Entscheidung fallen. Also nächsten Sonntag heute das Hinspiel sozusagen in Elversberg. Ja, und ich werde auch heute einen Co-Kommentator haben. Das wird so sein, dass Leonidas Teliodis gleich hier dann zu uns kommt. Er ist jetzt noch bei der Mannschaft. Warum ist er bei der Mannschaft? Er ist natürlich auch der Kapitän dieser U19. Und leider kann er ja heute nicht mit von der Partie sein, verletzungsbedingt. Aber er will natürlich bis zuletzt bei der Mannschaft sein. Das heißt, er wird auch mit einlaufen und wird dann eben dabei sein, wenn es darum geht, den Kreis zu bilden, sich nochmal einzuschwören. Und sind wir gespannt, wie sich unsere Buben hier schlagen im Relegationshinspiel. Die Offenbacher haben wir jetzt eingeblendet gehabt in der taktischen Formation. Da haben wir gesehen, es ist ein 4-2-3-1-System. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch mal nach unseren Gegnern. Die haben wir unten im Laufband jetzt hier mit eingeblendet. Das kann ich dann auch nochmal sagen. Da ist im Tor Dexaira. Der Name kommt uns bekannt vor. Aber ich glaube, er ist nicht verwandt und verschwägert mit Nils Dexaira, unserem Spieler.
mit der 2 Niklas Schulz, Lukas Kölsch mit der 3, mit der Nummer 4 Alexander Jan Sutter, mit der Nummer 5 Luis Kerner, 6 J. Becker, 7 Janis Gabler, 8 Aaron Franchus, 10 Lars Gindorf, 11 Dominik Kaiser und die 12 trägt Lukas Hirsch. Was noch nachzutragen wäre beim OFC, wird es so sein, dass Gianluca Klar, das ist ja eigentlich der etatmäßige Nummer 1 Torhüter hier in der U19, auf der Bank sitzt. Er hat ja lange verletzungsbedingt gefehlt, hat sich wieder herangetastet, er war im Training, ist im Training, könnte auch wohl spielen, aber ist noch nicht so weit, dass er jetzt die Ballsicherheit hat, um hier auch als Nummer 1 hier auf dem Feld voranzugehen. Dann haben wir Kubek Govic, so heißt er, mit der Nummer 4 noch mit dabei, Edmund Latifi, Linus Dahl und Leon Wronski sowie Kevin Kröger und Julian Böhm, das ist der Mann, der die Nummer 17 trägt. Ja, das Ganze wird hier in der USA Farm Arena ausgetragen, im großen Stadion sozusagen, der SV 07 Elversberg. Ja, und in der Halbzeit werden wir euch dann auch nochmal die beiden Neuzugänge in Anführungszeichen vorstellen aus hier genau dieser U19. Haben wir ja im Grunde 3 Transfers. Zum einen haben wir ja schon Luka Garic die ganze Saison bei uns gehabt in der ersten Mannschaft und jetzt kommen eben Leonidas Teliodis mit dazu und Jakob Lemmer, das ist der Mann mit der Nummer 7, da werden wir heute mal ganz genau hinschauen, wie er sich denn hier auch schlägt in diesem wichtigen Spiel. Er hat ein bisschen Understatement betrieben, aber ja, so ist es mir gesagt worden, von hochkompetenter Stelle, der hat die Frankfurter im Grunde wegrasiert, denn das ist ja nicht der einzige Titel, um den es hier ging. Es ging ja natürlich in erster Linie mal um die Meisterschaft und dann ging es eben auch noch um den Hessen-Pokal und da hat man eben mal gegen unseren ungeliebten Nachbarn nicht nur gespielt, sondern war natürlich auch 2-0 siegreich und da konnte man wirklich mit der Zunge schnalzen. Das war natürlich eine Teamleistung, aber allen voran Jakob Lemmer, dem ja eine große Karriere vorausgesagt wird, der hat hier wirklich glänzen können. Aber das soll die Leistung des ganzen restlichen Teams nicht schmälern, ganz im Gegenteil, die haben hier einen tollen Einstand gehabt und insofern, ja, denke ich, haben die eine super Saison gespielt und das war für uns auch ganz klar Motivation, hier das Ganze nochmal live zu übertragen. Ihr habt die Pressekonferenz vielleicht gesehen, auch die haben wir ja live und in der Aufzeichnung auf unserem Kanal und insofern, ja, harren wir der Dinge, die da jetzt kommen. Ich begrüße an dieser Stelle auch nochmal den Stefan, wenn er die Aufstellung kurz mal ausblendet, dann können wir ihn mal sehen. Stefan, wink mal in die Kamera, das ist unser Bildregisseur. Das ist der Mann, dem ihr es zu verdanken habt, dass ihr immer wieder die Zeitlupe bekommt, die zweite, dritte, vierte Zeitlupe. All die ganzen Infos und Gimmicks drumherum, das macht Stefan Schicktanz, unser Mann hinter den Kulissen. Jetzt ist er eben mal im Bild und das hat unser Kameramann gut eingefangen. Jetzt kommen hier auch die ersten Spieler, da schwenken wir dann wieder zurück aufs Feld und dann wird es nach dann gleich hier den richtigen Einlauf geben. Kann man doppeldeutig sehen, hier wird es einen richtigen Einlauf geben. Hoffentlich aus unserer OFC-Sicht eben für die Elversberger. Und hier haben wir erst einmal die Bank sozusagen, die sich auch genau auf diese dort hinten eben begeben werden. Und dann sind wir ganz, ganz gespannt, wie das hier vonstatten geht. Dann werden wir natürlich auch die Zeit exakt nehmen dann. Und an dieser Stelle darf ich sagen, dieses Spiel wird euch präsentiert von Grim. Und Grim ist der Partner, wenn es um Mobilfunk geht, wenn es um ja, alles geht, was Internet bedeutet. Da ist Grim einfach der Partner, weil hochkompetentes Personal einen dort betreut. Und die Firma Grim hat auch Stefan heute eine tolle Gewinnspielfrage eingestellt. Auf ihrer Seite, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf der Facebook-Seite und auch, glaube ich, auf der Website. Das müsste Grim.de sein. Ansonsten natürlich eben auch auf der Facebook-Seite und da sehen wir es nochmal. Wie hoch ist denn der Wert des Cream-Gutscheins beim Stichwort Kickers? Das heißt also, aber jetzt schauen wir, jetzt geht es nämlich richtig los. Der OFC gastiert bei der SV Elversberg im ersten Relegationsspiel. Der OFC in weißen Stutzen, grünen Hosen und grünen Jerseys, da läuft ein und wir wünschen ganz, ganz, ganz viel Glück. Aber was sage ich Glück? Ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht braucht man gar nicht so viel Glück. Ein bisschen Glück braucht man immer, das ist ja klar.
klar. Denn alles muss passen, um bei einem so wichtigen Spiel am Ende erfolgreich zu sein. Aber die Brust, die sollte rausgestreckt werden, denn sie haben schon Tolles geleistet. Ganz, ganz famos. Vielleicht drehen sie sich dann auch nochmal rum. Das wäre schön für uns. Genau, da wird auch nochmal hierher gegrüßt. Denn es ist nur eine Tribüne heute auf. Das ist die Gegentribüne. Und da haben wir es. Der OFC klatscht jetzt die Elversberger Gastgeber ab. Und dann wird nochmal der Kreis gebildet und dann werdet ihr auch Leonidas Teliudis sehen, dem eigentlichen Kapitän, der heute nicht von der Partie sein kann und der dann mir gleich hier am Mikrofon ja sozusagen behilflich ist. Das heißt, er wird so ein bisschen die Insider-Informationen haben zu den einzelnen Spielern, was wir von wem wie erwarten können. Das finde ich toll. Da kommen jetzt auch die ganze Ersatzbank natürlich nochmal richtig rangetrabt und die gehören natürlich selbstverständlich dazu. Auf Elversberger Seite ist das nicht so. Da stehen nur die ersten 11 im Kreis und der Rest hat sich dort hinten auf der Ersatzbank verdrückt. Überhaupt muss man sagen, waren das schon alles ein bisschen seltsame Rahmenbedingungen hier, was das ganze Spiel angeht. Man hat ja kurzfristig von Elversberger Seite das Spiel verlegt vom eigentlich ja gewünschten und im Rahmenplan festgehaltenen Sonntag auf Samstag und das hat große Probleme verursacht, denn da muss man dann erstmal einen Bus finden wieder, dann musste alles umgebucht werden. Die Jungs standen mitten im Abitur zum Teil. Lämmer war noch im mündlichen Abitur. Also das war sehr, sehr schwierig, aber sie werden, denke ich, doch eine Reaktion und vielleicht auch ein klein bisschen eine Trotzreaktion zeigen. Auch wie hier jetzt hier mit dem Feld umgegangen wurde, haben unsere Verantwortlichen gleich festgestellt, es ist lang, also es ist nicht geschnitten worden, es ist nicht gemäht worden. Das heißt, so wird es hier von der sportlichen Leitung ausgelegt, sie wollen den OFC erstmal das Spiel machen lassen, ja, also es soll erstmal langsam vorangehen. Kickers sollen sich erstmal auspowern und sie wollen wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Kontern spielen, so wurde das Ganze interpretiert. Aber interpretieren hin und her, das hat jetzt alles keinen Sinn mehr. Jetzt geht es nur noch voran, nur der OFC und der hat auch genau den Ball. Jetzt gleich wird angestoßen, dann nehmen wir exakt die Zeit hier für euch und dann geht's los. Der OFC, wie gesagt, in grün, spielt von rechts nach links hier in der USA Farm Arena. Gott mit uns, der OFC ist im Spiel und auch am Ball. Jetzt kommt er über die rechte Seite und gleich wird unser Co-Kommentator Teliudis hier auch mit dabei am Mikrofon sein. So, der OFC ja, versucht erst einmal über die rechte Seite zu kommen, ganz auf der Außenbahn, ja, versucht das ein bisschen im Dribbling. Elversberger natürlich erst einmal ja, hinten drin, jetzt dann doch links rausgekommen. Gelegt. Jetzt sind wir sehr gespannt, ja, ob der Seitenwechsel kommt, aber schön dazwischen auf Offenbacher Seite gut gemacht. Das war Dominik Kaiser, der hier den Ball erst einmal den Angriff erstmal unterbunden hat. Und so geht es hier schon hitzig zur Sache. Das heißt, der OFC muss jetzt erst einmal klären auf der linken Seite unter dem Applaus der vielleicht 100, 150 mitgereisten Offenbacher Fans. So, und ich habe es angekündigt. Da ist er, Leonidas Teliudis, unser Co-Kommentator. Danke dafür, dass du dich zur Verfügung stellst und du wirst uns ein bisschen ja, berichten können, was Informationen angeht, die wir so nicht kennen, denn du bist ja fester Bestandteil dieser Mannschaft, du bist der Kapitän und kannst jetzt nicht dabei sein. Es ist schon auch ein bisschen tragisch. Servus erstmal von meiner Seite. Ja, natürlich, bei so einem Spiel nicht dabei zu sein, ist kacke, nachdem man die ganze Saison gespielt hat, aber ich denke mal, ich freue mich für die Jungs und die sind auf jeden Fall 100% motiviert und werden alles geben. Jetzt haben wir einmal hier Georgi am Ball. Visa. Wie war denn so die Stimmung jetzt? Denn ich habe das eben schon mal berichtet, es wurde ja alles ein bisschen umgeworfen, die Planung sah ja ganz anders aus für Sonntag. Ist man einigermaßen klargekommen? Konnte man alle soweit mitnehmen? Denn da sind ja noch bis hin zu Abiturprüfungen große Probleme entstanden. Nee, ich denke, wir konnten auf alle Spieler zugreifen auf jeden Fall. Es gab natürlich ein paar Schwierigkeiten, wie du es gerade gesagt hast, aber ich denke, am Endeffekt haben wir das dann so hinbekommen, dass alle spielen können und hat alles gepasst soweit. Ja, und in der Kabine jetzt mehr Anspannung oder auch richtig Vorfreude? Wie muss man sich das vorstellen in so einem wichtigen, entscheidenden Spiel? Ich denke, es ist die Mischung aus beidem, die es am Ende ausmacht. Also natürlich Vorfreude vor so einer Kulisse zu spielen hat man auch nicht alle Tage, aber auf so ein Spiel, natürlich Aufstiegsspiel in die Bundesliga aufsteigen zu können, ist man immer nervös und gehört aber auch dazu, denke ich mal. Ich habe das eben schon mal kurz angedeutet, die sportliche Leitung hat das so interpretiert, dass hier der Rasen nicht gemäht wurde, ziemlich hoch ist. Sie wollen die Offenbacher erstmal spielen lassen, verlagern sich vielleicht dann so ein bisschen aufs Kontern. Kann man das daraus schließen? Auf jeden Fall, natürlich. Wenn ein hoher Rasen heißt, der Ball rollt nicht so schnell wie normal. Und es ist natürlich für eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die auf Passspiel geht, auf Kombination natürlich schwerer. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein am Ende des Tages. Also dann
Müssen wir vielleicht doch nochmal einen Filter reinhauen an den Kameramann, denn das ist doch sehr, sehr hell. So geht das sicherlich nicht. Ja, das ist viel, viel besser. Vielen Dank. Und jetzt der Mann mit der Nummer 6. Was kann man zu ihm sagen? Rasim Bulic, mein Partner auf der 6, natürlich starker Spieler, zweikampfstark, groß auch natürlich, deswegen auch kopfballgefährlich, vor allem bei Standards auch. Ja. Aber jetzt der Freistoß, der wird vom Kollegen ausgeführt. Ja, Ronaldo hat den gerade ausgeführt. Unser Außenspieler, ja, auch schnell, wendig, technisch stark, natürlich. Und ja, guter Spieler, 01er, jüngerer Jahrgang. Jetzt hast du es gesagt, es ist ein Mix zwischen Anspannung und Vorfreude. Ihr habt ja im Grunde alles abgeräumt, was abzuräumen ist. Und das sollte einem mindestens eine breite Brust mitgeben. Auf jeden Fall bin ich stolz auch. Ich glaube, jeder ist stolz aus unserer Mannschaft. Dass am Ende alles so geklappt hat, ist natürlich der Verdienst der ganzen Mannschaft und auch vom Trainerteam. Ich denke, wenn es jetzt auch hier klappen sollte, wäre es natürlich umso besser. So, und ich erinnere nochmal an Scream-Gewinnspiel. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Die Frage, die blenden wir gerade nochmal ein. Wie hoch ist nämlich der Wert, den Scream zur Verfügung stellt, für jeden, der in irgendeiner Form einen Vertrag abschließt, irgendetwas dort bei Scream entsprechend kauft? Da gibt es auf das Stichwort Kickers hin einen Gutschein und der hat's in sich. Zu gewinnen gibt's übrigens auch etwas. Ich glaube sogar ein nagelneues Samsung J3, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen schreibt an fanradio@ofc.de, wenn ihr es wisst. Und vor allen Dingen geht bei Cream vorbei. Die Shops gibt's überall. Ja, in Obertshausen, in Rottgau, in Offenbach. Und das lohnt sich auf jeden Fall. So, der OFC hat es erst einmal versucht. Allerdings bleibt's beim Versuch. Ja gut, ich denke auch Elversberg hat sich gut formiert, von vornherein gut eingestellt. Wir haben von vornherein mitgegeben bekommen, dass die taktieren werden, natürlich uns schwer machen werden, weil die ja, wie gesagt, das Spiel auch gewinnen wollen. Aber ich denke mal, dass wir sie momentan gut im Griff haben. Die werden halt abwarten, wie du schon gesagt hast, Lars, auf Konter spielen. Aber das müssen wir halt versuchen, so gut wie möglich zu lösen. Ja, also ich hatte es gesagt, Samsungs Galaxy J3 in Schwarz wird verlost und die Frage ist, was gibt's auf das Codewort Kickers bei einem Abschluss bei der Firma Cream in allen Filialen. So, der OFC, ja, Kampfverbund, das war Luka Garic, den kennen wir auch aus der ersten Mannschaft. Ja, also im Mittelfeld, da will keiner die Räume dem anderen überlassen, der Schiri steht ein bisschen im Weg, schade eigentlich. Ja gut, ist ein bisschen blöd gelaufen gerade, aber ich denke, gute Balleroberung von Rasim eben gerade. Ja. Ja, vielleicht kannst du uns immer so ein bisschen was über den einzelnen Spieler erzählen, damit wir sie so ein bisschen besser kennenlernen, die so am Ball sind. Alles klar, jetzt gerade hier gerade die Balleroberung von Georgi, 2000er, älterer Jahrgang, Linksverteidiger. Jetzt haben wir den Ball. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir uns gut formieren, schnell wieder ordnen, sortieren. Nach Ballverlust und so schnell wie möglich den Ball wieder gewinnen. Ja, der Ball ist erstmal im Seitenhaus. Da gibt es Einwurf für Elversberg, der OFC. Ja, in Grün spielend, für die, die später eingeschaltet haben, 0:0 steht es natürlich noch. Und ich weiß nicht, habt ihr öfters in Grün gespielt? Ja klar, wir spielen schon oft in Grün, aber jetzt gerade konnten wir nicht in Rot spielen, in unseren eigentlichen Lieblingsfarben, weil, wie gesagt, zu viel Weiß war, meinte der Schiedsrichter und deswegen mussten wir halt Grün anziehen. Aber allein für deren Trikotfarbe müssten wir das Spiel schon gewinnen, denn Schwarz und Weiß, das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall, ja, da hast du recht. Jetzt kommt erstmal der öffnende Pass hinten raus aus der Offenbacher Abwehr. Linke Seite. Ja, um Signorelli wurde ja auch viel geschrieben. Was kann man zu ihm sagen? Ja, Giuseppe, kann man nicht viel sagen, einfach Top-Stürmer. Ein kleiner Kerl, aber der weiß, wo das Tor steht und jetzt hat er vielleicht die Möglichkeit dort vorne. Ja, Giuseppe, halt, der weiß, wo das Tor steht. Der braucht nicht viele Chancen, um zum Torerfolg zu kommen. Und ich denke, das hat man auch in der Liga dieses Jahr gesehen, dass er auch auf jeden Fall ein Knipser ist. Hat die meisten Buden gemacht. Und ja, ich denke, auch in den entscheidenden Spielen ist er da. Und das soll er heute nochmal unter Beweis stellen. Jetzt von der linken Seite vielleicht der OFC mit der Möglichkeit. Ja, da haben sie den Ball nicht so richtig rausgekriegt. Allerdings im zweiten Nachfassen. Versuchen sie es dann hier über rechts. Das war Lars Gindorf auf Elversberger Seite. Ja, verlagert sich das Spiel auf die linke Seite der Saarländer. Und jetzt die Möglichkeit.
Ja, oh, guter Bass von Dennis. Ah. Da hat er angedeutet, Signorelli, dass er da ist, wenn er vorne gebraucht wird. Da hat er den Fuß schon ausgefahren, aber da fehlten nur wenige Zentimeter. Ja, wie gesagt, es war gerade so eine Situation aus dem Buch. Ball erobert schnell nach vorne umgeschaltet, wie wir es genau geplant haben. Aber am Ende muss dann konsequent auch zu Ende gespielt werden. Okay. Dann schauen wir. Ja, gucken wir uns die Szene nochmal an. Auch da haben wir es jetzt gleich im Bild. Wir müssen aber jetzt schauen, Stefan, können wir das abbrechen? Denn der OFC kommt nämlich mit der Möglichkeit und das ist das 1:0! Das ist das 1:0 für den OFC, linke Seite! Da wollten wir eben die Chance zeigen und jetzt klingelt's und das gefällt den 150 mitgereisten Offenbacher Fans. OFC, OFC Anfeuerungsrufe und du wirst uns jetzt sagen, mein Lieber, wer das Tor gemacht hat. Ja klar, super vorbei von Jakob Lemmer. Gemacht hat ihn am Endeffekt der Dennis Hussein Basic. Ja, wie gesagt, Topspieler auch, jüngerer Jahrgang, aber klasse rausgespielt. Sehr gut, auf jeden Fall. Naja, das werden wir uns jetzt auch versuchen nochmal anzuschauen. Wir waren ja in der Zeitlupe sozusagen und haben damit natürlich jetzt auch einen Teil der Zeitlupe wieder mit aufgenommen. Also das war jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um da die Chance nochmal einzublenden. Aber wir werden es jetzt gleich auch nochmal sehen, das Tor. Und das schauen wir dann gleich nochmal hin. Vielleicht kriegen wir die Entstehung nicht mehr so in Gänze drauf, aber den Abschluss, den sollten wir vielleicht noch drauf bekommen. Da wird es jetzt eingespielt und das können wir jetzt auch wirklich gut tun. Von der rechten Seite kam das Bällchen und das war die Zeitlupe erst noch, genau, ja, die wir da eingespielt hatten. Und jetzt müsste es eigentlich kommen. Ach so, das ist die Zeitlupe. Ja, das hat nicht mehr gereicht. Ja, das ist jetzt genau das Problem. Also da haben wir wieder was gelernt. Da muss man in einer ganz, ganz ruhigen Sekunde erst. Oh, jetzt hier gibt es ein paar Proteste. Also Zweikampfhärte wird auch an den Tag gelegt. Ja klar, muss auch an den Tag gelehrt werden. Ich denke, am Endeffekt ist es auch Fußball ein körperbetonter Sport. Und da muss man auch vor einem Zoom-Spiel mal zwischen auf die Hölzer hauen und das unterbinden Situation, bevor die eskalieren. Ja, da liegt der Elversberger am Platz. Der muss behandelt werden. Wünschen wir ihm gute Besserung, dass er gleich weiterspielen kann. Kann man jetzt nicht genau sehen, wer das ist. Oder was hat er? Die 10, glaube ich, ja? Ist das Lars Gindorf? Also, es müsste eigentlich die 10 sein, ne? Und der Torschütze war? Dennis Hussein Basic, Nummer 11. Unsere Nummer 11, genau. Ja, kannst vielleicht aber nochmal genau schildern, wie es gelaufen ist? Ja gut, wie gesagt, also es war halt eine gute Balleroberung. Haben schnell umgeschaltet über Jakob, schneller Mann, hat ihn dann reingebracht und Dennis hat ihn einfach gut eingeschoben. Oh, jetzt wird es dann gleich weitergehen. Und da gibt es Applaus, da steht er wieder, auch wenn er jetzt erst einmal in Unterzahl weitermachen muss, die SV Elversberg mit dem Freistoß. Aufpassen da hinten, kommt da reingeflogen. Naja, aber die gute Nachricht, die seht ihr dort, sozusagen schwarz auf weiß, 1:0 für der OFC. Ja, und das ist ja fast mehr, als man sich wünschen konnte. Ein frühes Tor, das ist, wünscht man sich so, aber es ist selten der Fall. Ja, auf jeden Fall bei so einem Spiel, so ein frühes Tor zu schießen, ist natürlich gut, auch fürs Selbstbewusstsein, dass man besser ins Spiel reinkommt und weiter auch spielen kann. Nur wie gesagt, ein Fußballspiel geht 90 Minuten und ist noch lang zu spielen. Und Elversberg wird es auch gut machen, aber gerade wieder gut unterbunden von Luka Garic. Klasse gemacht. Und jetzt wichtig halt, den Ball aufzulösen und das Spiel zu beruhigen wieder. Und da fahren wir direkt den nächsten Konter. Über Ronaldo auf Giuseppe, Doppelpass. Oh. Ja, wie gesagt, aber so einfach ist dann nun doch wieder nicht, dass man so einfach durchkommt. Ja, und dass das natürlich eine hochkarätige Mannschaft ist, hier die SV 07 Elversberg, das zeigt ja schon allein das 4:0 beim Lokalrivalen 1. FC Saarbrücken. Da gewinnt man nicht einfach so im Vorbeigehen. Ja genau, stimmt schon auf jeden Fall. Die haben ja genauso wie wir auch die Meisterschaft gewonnen, als auch den Landespokal im Saarland. Und ja, auf jeden Fall ein gewachsener Gegner, sage ich mal. Aber ich denke, wir werden das auf jeden Fall machen. Ja,
Also schön durchgetankt und das ist die Möglichkeit zum 2:0. Jetzt muss es klingeln und da ist das Tor! Da ist das Tor, Donnerschlag! 2:0 für der OFC! Was ist denn hier los? Also gerade mal 12,5 Minuten gespielt und das gefällt dem Offenbacher Anhang. Und einer, der neben mir, der strahlt hier auch, oder? Auf jeden Fall, ja, freut mich. Überwältigendes Gefühl, genau das gleiche wie eben gerade. Jakob Lemmer wieder auf Dennis Hussein Basic und wieder top verwertet. Also ich freue mich richtig. Ja, also der Torschütze. Dennis Hussein Basic wieder. Ja, zweites Tor. Was ist mit dem Junge los? Der ist außer Rand und Band. Und jetzt können wir uns das nochmal anschauen. Da haben wir es jetzt in der Wiederholung erstmal. Genau. Da geht er rechts vorbei an Freund und Feind und dann wird abgezogen und da ist das Tor drin. Und jetzt kommt es hier auch nochmal in der Zeitlupe. Auch schon schön vorbereitet, wie du es gesagt hast. Da läuft er erstmal kurz aus dem Bild, aber dann haben wir es hier. Der Abschluss schön in den Rücken der Abwehr gespielt und dann links eingelegt. 2:0 für der OFC. Und das werden wir jetzt hier gleich auch nochmal einblenden, dass es tatsächlich 2:0 steht. Donnerschlag, wer hätte das gesagt? 13 Minuten, 2:0 OFC. Ja, super auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade das wird uns alles nur stärken, unser Selbstbewusstsein stärken. Und ich hoffe, dass wir es jetzt weiterhin so halten und weiterhin ein gutes Spiel machen. Ja, und jetzt habe ich gesehen, dass auch Herr Wagner, Joachim Wagner hier im Stadion ist. Er steht dort hinten im VIP-Bereich. Ich habe jetzt mal jemanden losgeschickt, ob er zu uns zum Mikrofon käme. Dann könnten wir mal ganz kurz gleich den Platz wechseln, wenn er denn kommt. Und das wäre doch sicherlich sehr, sehr interessant. Denn es könnte ja sein, dass das unser neuer Präsident wird. Das sieht ja vieles danach aus. Und da machen wir mal einen fliegenden Wechsel. Tatsächlich, er kommt wirklich zu uns. Herr Wagner, das freut mich sehr. Ich habe Sie eben hier gesehen und jemand losgeschickt. Und Sie sind ja wirklich da, nicht nur hier, sondern auch bei uns beim Fanradio und Kickers TV. Dafür erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin. Freut mich sehr. Und jetzt können wir vielleicht auch mal mit der Kamera hier rüber schwenken. Da haben wir ihn nämlich im Bild. Herr Wagner, da machen wir einen kurzen Gruß hier in die Heimat nach Offenbach und jawohl, rund um die Welt. Grüße zurück. So, und jetzt gehen wir natürlich wieder der Kamera wieder aufs Spielfeld, denn da geht's weiter. Aber mal Hand aufs Herz, das hätte doch niemand denken können. Nach 13 Minuten führt der OFC 2:0. Ja, toll. Viel besser kann es nicht laufen. Also wirklich ganz toll ins Spiel gekommen und eine wirklich so tolle Truppe. Ich denke, wir können richtig stolz sein auf die Leistung von den Jungs, was sie schon gebracht haben und auch wie sie hier jetzt spielen. Wirklich ganz toll. Und für Sie war das klar, da muss ich hin, weil Sie sind jetzt bis nach Elversberg gefahren, weil viele hätten ja gesagt, ich gucke mir einfach das Rückspiel an. Nein, ich finde, man muss das honorieren und die Jungs haben das einfach verdient, dass man sich das auch vor Ort anschaut, die auch die Unterstützung gibt. Und die haben bis dato eine so hervorragende Saison gespielt und ich hätte gesagt, egal wie das ausgeht, haben sie schon eine gute Saison gespielt, aber jetzt läuft sie auch wirklich hervorragend gut. Ich denke, das ist eine Ehrensache. Jetzt hatte ich es eben in der Ankündigung schon kurz gesagt, ja, es könnte sein, dass Sie unser neuer Präsident werden. Zumindest haben wir das so ein bisschen aus den Zeitungen entnommen. Und wenn ich Sie schon mal da habe, dann sage ich, frage ich auch gleich danach. Das heißt, Sie kandidieren tatsächlich? Ja, ob ich Präsident werde, werden natürlich die Mitglieder entscheiden. Aber ich werde auf jeden Fall mich zur Wahl stellen und freue mich auch sehr darauf. Wir haben viel hinter den Kulissen schon gearbeitet dafür, dass wir im Grunde was Vernünftiges in der nächsten Saison hier aufstellen können. Schauen wir erstmal, die Elversberger kommen dort gefährlich am Strafraum, aber auch da gut aufgepasst auf Offenbacher Seite. Schnell wieder den Angriff eingeleitet, also über die rechte Seite. Ja, Sie haben es gesagt, da wurde schon viel getan, viel gemacht und das haben wir ja auch den Medien entnommen. Das ist ja im Grunde ein ganzes Team, so, das ein bisschen im Hintergrund arbeitet und auch so ein bisschen mit dafür sorgt. Das ist wohl das Ziel, dass in den nächsten Jahren vielleicht doch ein bisschen nach oben angegriffen werden kann. Ja gut, man hat es ja über die Medien entnehmen können. Wir haben einen Dreijahresplan erstmal aufgestellt und wollen einfach versuchen, für die nächsten Jahre die Mannschaft so stark aufzustellen, dass wir eine realistische Chance haben, oben mitzuspielen. Und was dann passiert, werden wir sehen. Man kann es ja nicht verordnen. Jetzt haben Sie sich ja trotzdem nicht so oft in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie haben es ja eben richtig gesagt, es geschieht vieles hinter den Kulissen, also wird gut vorbereitet. Darf man denn wissen, so, wer so Ihre Mitstreiter da sind? Oder wird das erst bei der Jahreshauptversammlung gesagt? Nein, das ist ja auch relativ bekannt. Der Daniel Simon wird sich auch zur Wahl stellen, wieder als Schatzmeister. Das ist ja die Komponente, die sich schon mehr als bewiesen hat. Dann wird Peter Roth und der Jörg Priel sich als Vizepräsidenten aufstellen. Das ist so die Mannschaft des Präsidiums, die sich dann dort präsentieren wird.
Denn wenn es nach Ihnen ginge, dass die Mitglieder Ihnen das Vertrauen schenken, gerade auch was hier zum Beispiel, weil wir jetzt gerade hier sind, den Jugendfußball auch mit Priorität weiterhin geben? Ja, selbstverständlich. Der Jugendfußball macht so viel Freude und das muss man unterstützen. Ich denke, die U15 hat es schon gut vorgemacht, die U19 jetzt genauso. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Säule in dem Verein. Jetzt kommt der UFC nochmal gefährlich, das ist die Möglichkeit, wieder vorne rein in den 16er, aber erst einmal abgewehrt. Also da ja, haben sie doch ein bisschen Probleme, die Elversberger. 2:0 führte UFC und die sportliche Leitung hatte recht, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht nicht so mitbekommen, die haben dann gesagt, oh, der Rasen ist nicht geschnitten, das heißt sehr, sehr hoher Rasen. Das heißt, die Elversberger wollen, dass der UFC erstmal das Spiel macht, das erstmal langsam machen und so ist es, sieht es ja dann auch aus. Der UFC macht ja auch das Spiel und er führt ja auch durchaus zurecht. Ja, natürlich, das Ergebnis spricht Bände. Und das machen sie hervorragend. Dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie da waren. Es wird weitergehen. Wir werden Sie dann natürlich wiedersehen. Ganz bald vielleicht nochmal, dass wir ein kleines Porträt machen und dann eben auch in der Jahreshauptversammlung. Wann ist das geplant? Am 25. Juni wird das sein in der Stadthalle. In der Stadthalle in Offenbach. Das ist ja auch, haben wir lange nicht gehabt. Das hört sich ja gut an. Wir sind ein Offenbacher Verein, da gehören wir hin. So einfach kann das sein, ganz klar. Ja, da freuen wir uns sehr und dann würde ich sagen, wenn wir das aufmerksam verfolgen, Ihnen alles Gute und heute viel, viel Spaß, denn wenn Sie viel Spaß haben, haben wir auch viel Spaß hier. Gutes Schlusswort, Dankeschön. Danke, Herr Wagner. So, und jetzt schaue ich wieder nach meinem Co-Kommentator. Das ist unser Neuzugang Till Judis, der ja gar kein Neuzugang ist, denn er ist aus diesem Team hier entstammt, aus der U19. Er ist der Kapitän. Und er freut sich mit uns und mit seinen Jungs. Ja, du warst ja auch beim Einlauf mit dabei und als der Kreis gebildet wurde nochmal, das war übrigens sehr bezeichnend, die Saarländer, beziehungsweise die Elversberger in dem Fall, die haben das nicht so gemacht. Da saß die Ersatzbank, da hinten auf der Ersatzbank, dann kamen die Elf vorne, die haben sich auch ein bisschen ja, abgestimmt. Auch so beim Einspielen war das schon ein bisschen ein merkwürdiges Bild. Da hat man den Eindruck gehabt, ihr seid da hochkonzentriert, aber wirklich auch mit großem Mannschaftsgeist bei der Sache. Ja klar, das zeigt einfach, spiegelt einfach unseren Teamgeist, unseren Willen wider. Das ist unser Ritual vor dem Spiel, dass wir uns im Kreis treffen, dass ich die Ansprache mache. Und ich denke, das stärkt einmal das Team und es zeigt einmal, dass wir einfach ein Team sind. Kann man denn da was sagen oder erfahren, was da gesagt wurde oder ist das streng geheim? Ah ja gut, streng geheim ist es nicht. Es ist auch kein Hexenwerk, was ich da jetzt fabriziere, aber ich versuche die Jungs einfach so gut wie möglich aufs Spiel mental vorzubereiten. Ich versuche sie zu motivieren, zu zeigen, was wir geschafft haben und einfach auch nochmal zu sagen, dass alles möglich ist und dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Wir spielen nochmal die 2:0 ein, denn für die, die später eingeschaltet haben, die sollen es auch nochmal sehen. Diese herrliche Treffer hier gut vorbereitet und dann kommt er wieder in den Rücken der Abwehr gespielt und dann wird links vollstreckt der Doppeltorschütze. Ja, da muss ich noch ein bisschen lernen. Hüseyin Basic, glaube ich. Genau, der ist es, ja, genau. Jüngerer Jahrgang, wie gesagt, Nummer 11, hat auch in unserer Saison jetzt in der Hessenliga 20 Mal, glaube ich, getroffen. Also spricht für sich auf jeden Fall. Und das heißt, er würde dann Bundesliga spielen können? Ja, genau. Falls wir aufsteigen sollten, sieht er momentan gut aus, kann er Bundesliga spielen, ja. Wie schätzt du das überhaupt ein, wenn du jetzt so da ein bisschen die Übersicht hast, wer sozusagen nach oben abgeht, beziehungsweise wer noch bleibt? Wenn man denn den Bundesliga-Aufstieg schafft, gibt es eine realistische Chance, da auch mitzuspielen? Ja gut, leider ist es halt so, dass bei uns nur 2, 3 jetzt in der Startaufstellung spielen, die ein Jahr jünger sind, also der jüngere Jahrgang, der dann in der Bundesliga spielen wird. Viele gehen halt weg, weil wir älterer Jahrgang sind, aber natürlich haben wir auch gute Männer in der U17, die das dann auch genauso gut machen werden. Und ich denke schon, dass wir eine Chance haben werden, vor allem, weil das... Jetzt gucken wir wieder genauer hin, der UFC, da kommt nämlich erneut über die rechte Seite. Da schwimmen sie ein ums andere Mal, die Elversberger. Da haben sie doch ihre Not und erneut der Schiri, der da im Weg steht. Diesmal allerdings den Elversberger, das heißt, der UFC bleibt im Ballbesitz, kommt über die linke Seite zurückgespielt. Ganz, ganz, ganz auf Sicherheit. Und beim Stande von 2:0 auf des Gegners Platz im ersten Relegationsspiel, naja, da kann man auch mal hinten zurückspielen. Ja gut, also ich denke mal, wir werden unsere Führung noch ausbauen auf jeden Fall. Nur muss man gucken, dass man das über die Zeit bringt, weil das Spiel, was wir gerade machen, ist sehr anstrengend. Und mal gucken, ob wir das überhaupt über 90 Minuten so gut weiterspielen können. Ja, jetzt kommt da zumindest wieder der UFC über die rechte Seite. Schöner Crosspass, fast über das ganze Feld, aber dann doch ein klein bisschen zu weit. Ja klar, also so Bälle sind natürlich tödlich für den Gegner, aber auch schwer zu spielen. Und bei dem Rasen nicht vielleicht unbedingt möglich immer.
So, wir haben einige, die am Cream-Gewinnspiel mitgestalten, mitmachen wollen. Manfred und Brigitte Hof, die haben es richtig erfasst. Die haben gewusst, welchen Gutschein die Firma Cream aussetzt für seine Kunden beim Stichwort Kickers. Also einfach mal raufschauen auf die Facebook-Seite bzw. die Cream-Gewinnspielseite. Und dann können Sie alle mit dabei sein. Der Volker Kuhn, der weiß es auch, grüßt nach Elversberg. Und im Rückspiel ist er auf jeden Fall dabei, schreibt er. Und er grüßt aus der verbotenen Stadt. Ja, und der OFC, der hat noch nicht genug, habe ich so das Gefühl. Nee, jetzt geht's wieder los, genau das gleiche bei Jakob. Gute Chance herausgespielt, aber leider unterbunden jetzt. Jetzt ist wichtig, dass wir draufbleiben und den Ball wieder erobern, so schnell wie möglich, damit wir nicht hinterherlaufen müssen. Also aus deiner Sicht absolut verständlich, dass du die Vornamen nennst. Uns wäre es natürlich auch wichtig, die Nachnamen so ein bisschen zu erfahren, weil das ist ja das, was dann am Ende auch, wenn es dann mal so Richtung erste Mannschaft geht, ein bisschen hängen bleibt. Also müssen wir vielleicht beide Namen nennen, Vorname und Nachname, aber bei Jakob war Jakob Lemmer gemeint. Ja, genau, genau. Ist denn das richtig, wie ich das so gehört habe, dass er die Hühner, so nennen wir sie ja liebevoll, ja, fast alleine auseinandergenommen hat? Ja gut, Jakob hat ein gutes Spiel gemacht, ist ein guter Kicker, kommt halt über die Schnelligkeit und ist dann meistens den Verteidiger mit seinem Tempo ein Stück weit voraus und macht halt, wie gesagt, seine Geschwindigkeit halt zum Vorteil. Ja, dann ist das alles so, wie wir uns das nicht hätten erträumen können. 2-0 nach 13 Minuten. 10. Minute Hussein Basic und 14. Minute legt er einfach nochmal nach, der Junge. Und Dorfenbahnhan ist zufrieden. Geiles Spiel bis jetzt. Weiter so, ihr Bube. Bis zum Aufstieg, schreibt der Kickers Opa Stenge. Das ist der Thomas. Ja. Und da grüßen wir ihn zurück. Ansonsten grüßt er auch immer alle Leverkusener Freunde. Die sind uns natürlich auch herzlich willkommen, so wie auch alle, die jetzt zugeschaltet sind und für Elversberg sind. Aber der OFC, er dominiert hier und er führt 2-0 auf des Gegners Platz. Ja, jetzt wieder die Möglichkeit für den OFC. Ah, da hat er ein bisschen zu sehr die Außenbahn genommen. Ja, der wollte den Ball laufen lassen, hat aber leider nicht so geklappt, wie er wollte, weil der Ball zu schnell war. Aber ich denke, es zeigt auch, dass Elversberg jetzt von der frühen Führung 2-0 schon eingeschüchtert ist und natürlich auch Fehler macht. Jetzt wieder Dennis. Oh. Ja, das hätte fast das 3-0 sein können, was eigentlich sein müssen, oder wie siehst du es? Ja genau, also verdient wäre es auf jeden Fall gewesen, weil wir auf jeden Fall hier am Drücker sind. Und ich denke mal, dass es auch jetzt in der näheren Zeit jetzt auch fallen wird. Ja, dann schauen wir mal, denn es wird wohl Ecke geben von der linken Seite. Können wir jetzt so nicht richtig einsehen. Und die Chance zeigen wir euch gleich noch. Jetzt wollen wir erstmal hier hingucken. Oh, der kommt erstmal sehr, sehr hoch, sehr, sehr weit hinten auf den Strafraumrand sozusagen. Da muss man erst nochmal zurückspielen, um das Spiel neu aufzubauen. Da war so ein klein bisschen Hand dabei, oder? Aber die Elversberger versuchen sich hier ein bisschen zu sortieren. Aber so richtig nach Spielsystem sieht das nicht aus. Da gefallen mir unsere Kickersbuben ausgezeichnet. Die stehen sehr, sehr diszipliniert, machen die Räume zu, schnell in der Umschaltbewegung. Ja, und vorne sind sie sowieso hellwach. Ja, auf jeden Fall. Wichtig, wie gesagt, dass man halt so Angriffe wie eben wieder unterbindet. Und das Spiel ist nochmal wieder beruhigt. So, jetzt können wir die Szene nochmal einspielen, die Chance von eben gerade. Das hätte nämlich das 3-0 sein können, vielleicht sogar sein müssen. Da kommt der über links, kommentierst uns. Ja, Dennis halt hier, guter Pass von Ronaldo dos Santos Ferreira und Dennis Hussein Basic, der Torschütze, hätte das 3-0 machen können. Jetzt kommt erstmal Elversberg. Da schauen wir über die rechte Seite mit der Flanke vorne rein, aber auch die Abwehr steht. Ja, ja, klar. Unsere beiden Hintermänner, also Marco Boras und Visa Gashi, zwei gute Innenverteidiger auf jeden Fall, die dann die Truppe auch von hinten raus zusammenhalten. Wenn du im Training unterwegs bist, gibt es da einen Spieler, der so richtig eklig ist, gegen den man nicht gerne spielt? Ah ja gut, also eigentlich war auch ich das, aber... Du warst hier dein ekligster Gegenspieler. Ja, jetzt für mich selbst nicht natürlich, aber ich denke auch Rasim Bulic Nummer 6, sowie auch alle Verteidiger eigentlich sind eklig im Zweikampf natürlich. Es ist Lemmer, guter Einsatz, abgeschirmt, gut gemacht. Wow, Wahnsinnskicker.
Ja, wie gesagt, ich denke mal, jeder Verteidiger ist da eklig im Zweikampf und ja. So, 2-0. Es bestand durchaus die Möglichkeit, sogar auf 3-0 zu erhöhen. Und das ist ja noch möglich, denn wir haben ja gerade erst mal 27,5 Minuten gespielt. Jetzt aber gibt es viel Raum für Elversberg. Aber, da ist so recht keiner mitgelaufen. Da sind viele Jäger des Hasen tot und der UFC, ja, der ist schon wieder im Ballbesitz. Erstmal ein bisschen verzögert. Genau. Oh, was war da? Ah, da liegt einer. Nummer 3. Nummer 3, Visagashi hat sich gerade verletzt beim Klären vom Ball. Der war auch schon ein bisschen von vornherein ein bisschen angeschlagen. Am Knöchel, glaube ich. Aber ich denke, das wird gehen. Freut uns sehr. Rund um den ganzen Globus sind die Fans mit dabei, fiebern mit euch mit. Und ich denke, das ist ja auch für die Jungs hier in so einer U19 mal eine besondere Sache. Auch der ganze Medienhype rundherum. Es gab eine Pressekonferenz, wurde live übertragen, das Spiel wird live übertragen. Beflügelt das nochmal ein bisschen? Auf jeden Fall. Ich denke, es ist was Besonderes, live zu spielen, auch vor allem vor so einer Kulisse. Und wenn natürlich auch die eigenen Fans mitreisen und dann so anfeuern und so einen Rückhalt geben, natürlich was Besonderes. Jetzt wirst du ja zukünftig nicht mehr in der U19 verweilen. Im Gegenteil, dich werden wir sehen im A-Kader, was... Ja, rechnest du dir für Chancen ein? Ja gut, ich muss mich halt erstmal als junger Spieler beweisen, Vollgas geben und im Endeffekt liegt es am Trainer, wie er mich sieht. Deswegen, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und hoffen, dass ich dann auch meine Minuten bekommen werde. Thomas Müller schreibt, wo findet die Aufstiegsfeier statt, ihr Bube? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da steht noch nichts fest. Erstmal müssen wir, wie gesagt, aufsteigen. Und ich wollte gerade sagen, auch der Aufstieg steht noch nicht fest. Aber, wir kommen ihm mit großen Schritten entgegen. Auf jeden Fall, ja. Mit einer 2-0-Führung. Und ich denke, wenn wir die auch weiter ausbauen, können wir mit einem guten Gefühl bei uns am Sonntag dann spielen. Jetzt erst nochmal der UFC. Ja, weiter Pass. Aber der Ball im Seitenaus. Einwurf wird es geben für unsere Buben in Grün spielend. Gleich eine halbe Stunde gespielt. Und als neutraler Zuschauer würde man sagen, der UFC hat das Ding im Griff. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir können halt jeden Angriff so gut wie es geht eigentlich unterbinden. Wir lassen die halt nicht ins Spiel kommen und ist halt bis jetzt gut. Oh, Elversberg. Ja, da kriegen sie überhaupt keinen Raum. Da wird sofort alles dicht gemacht. Da wird gedoppelt auf offenbarer Seite. Und dann ist das Ende für Weiß. Also taktisch ganz, ganz diszipliniert unsere Buben unterwegs. Ja klar, wir wurden halt die ganze Saison über geschult. Uns wurde es halt sozusagen beigebracht vom Coach. Und ich denke, jetzt trägt es Früchte am Ende der Saison und zeigt auch, dass wir halt bis jetzt alles gewonnen haben, was es zu gewinnen geben gibt. Oh. Tja, das war fast die Möglichkeit. Außer Netz. Und das ja, war schon eine gute Möglichkeit, ganz klar. Ja. Wollen wir das 2-0 nochmal anschauen? Ja, gerne. Ja, für die später eingeschaltet haben, schauen wir das 2-0 nochmal an. Da kommt es nochmal. Schön durchmarschiert. Und dann geschickt in den Rücken der Abwehr gespielt und eingelocht. 2-0. Ja, weiter geht's hier auf dem Feld. Unten habt ihr es im Live-Bild. Ja, danke an unseren Partner Green, der das heutige Spiel ermöglicht, die Übertragung ermöglicht. Er setzt seinen Preis aus. Das Samsung Galaxy SJ3. Ja, jetzt aufpassen. Ja, aber gut aufgepasst. Mit dem Hinterkopf nochmal verlängert. Und gleich geht's weiter hier. Also da wird sich nicht ausgeruht. Auf der linken Seite. Ja, jetzt wieder Angriff über Georgian Veleanu. Leider missglückter Versuch. Aber gut, Balleroberung. Und ja, jetzt ist halt wichtig, dass wir uns wieder stellen und formieren. Wie auch der Trainer gerade gesagt hat, Ordnung ist halt wichtig bei so einem Spiel. Ja,
Ihr seht's, wir sind immer unterwegs. Da haben die Kollegen, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Fanradios in Deutschland und da haben die dann so am letzten Spieltag alle gesagt, schöne Sommerpause, viel Spaß jetzt im Sommer. Und ich habe dann nur gesagt, ja, was für eine Pause. Im Gegenteil, jetzt kommt die härteste Zeit. Ständig Neuzugänge, ständig Testspiele, ständig hier die Jugend und sonst was. Mehr Stress gibt's gar nicht. Also wir machen niemals Pause. Nie, nie, nie. Sind immer da, auch in der Pause, ist Hochkonjunktur angesagt. Und damit wir das weitermachen können, brauchen wir eure Unterstützung. 40 Euro braucht's von dir, der du gerade Fanradio hörst, beziehungsweise Kickers TV siehst. Dann können wir weitermachen. Oder 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag, 3,33 Euro. Dann kriegen wir das auch hin, gemeinsam. Wir legen vor, ihr zieht nach, so ging es bis jetzt 14 Jahre. Wir wollen das 15. Jahr noch voll machen. Das ziehen wir dann noch durch. Also bitte unterstützt uns. Die Kontoverbindung ist auf der Fanradio-Website zu sehen. Also Kickers Fanradio, die Website. So, jetzt Elversberg. Oh ja, gar nicht so schlecht. Wenn er auch dann am Ende 1,50 links vorbei war. Ja gut, also Standards sind in so einem Spiel immer relativ gefährlich. Hat man auch im letzten Jahr gesehen beim Aufstiegsspiel Elversberg gegen FSV, wo FSV dann im drei Dinger durch Standards macht. Und wie gesagt, so Sachen können halt so ein wichtiges Spiel entscheiden. Ja, und der Volker Kuhn, der schreibt zum Beispiel hier schon, ich habe eben einen Fuffi überwiesen, vielen Dank für euren gigantischen Einsatz. Danke, lieber Volker, und damit dankst du dir eigentlich auch selbst, denn für dich machen wir es ja, für euch machen wir das ja, damit ihr immer live dabei sein könnt, wie jetzt heute bei diesem, ja, historischen Spiel ist es allemal. Egal wie es ausgeht, bis hierhin haben wir sehr, sehr viel Spaß und einen glänzend aufgelegten OFC gesehen. Vielleicht nochmal, du hast es eben so am Rande angesprochen, ein Wort zum Trainer Steven Kessler, aber auch zum Trainerteam insgesamt. Ja gut, also ich denke, das Trainerteam ist auf jeden Fall sehr gut. Kann man natürlich auch in den Ergebnissen sehen, jetzt an den Leistungen, die wir gebracht haben. Und ich denke, der Trainer spielt natürlich einen wichtigen Faktor, der halt lenkt und leitet von außerhalb des Platzes. Und ist natürlich ein wichtiger Mann. Was schätzt du besonders an ihm? Ist es ja, sein Fußballverstand, seine taktischen Geschichten oder Motivation? Wo hat er so seine ganz großen Stärken? Natürlich hat unser Trainer Steven über seine Qualitäten. Der ist sowohl taktisch als auch fußballerisch, weil er halt selbst Fußballer war, auch kann er gut vermitteln. Aber ich denke, das Wichtigste, was er hat, ist einfach die Menschlichkeit, dass er auch den Spielern hilft und mit ihnen redet und einfach als Ansprechpartner auch da ist. Das heißt auch außerhalb des Platzes, wenn es da mal ein Problemchen gibt? Genau, da ist er auch Ansprechpartner. Ja, jetzt schön durchgesteckt in die Mitte, war es vielleicht ein bisschen zu eng, oder? Ja gut, wie gesagt, Elversberg macht es nicht schlecht, die machen die Räume eng, versuchen halt uns das Leben schwer zu machen, aber zweimal haben wir jetzt die Lücke gefunden und jetzt wie auch gerade Dennis Hussein Barges wieder mit Ronaldo Doppelpass, aber hat dann am Endeffekt nicht geklappt. Ist ja wichtig, dass wir den Ball gewinnen, aber hat auch soweit geklappt. Ja. Was kann man zu Marc Knopp sagen? Ja, Marc Knopp, Rechtsverteidiger. Die ist er am Ball? Genau, der ist ja gerade am Ball. Auch natürlich starker Spieler, schnell. Hier, am ersten, zweiten vorbei? Ja, technisch auch gut versiert, auf jeden Fall ein guter Spieler. Geht der Anhöhe? Ja. Lupfer, in die Mitte rein! Meine Herren, das macht Spaß. Klasse Angriff auf jeden Fall, ja. Da haben wir eben genau den richtigen rausgesucht mit Marco Knopp, denn von ihm ging das Ganze aus. Genau, ja. Hat jetzt auch das taktische vorgezogen, wird wahrscheinlich noch eine gelbe Karte fangen, aber... war anscheinend nötig. Muss da machen, ganz klar, das taktische Foul. 35 Minuten gespielt. 2:0 führte OFC. Tatsächlich, das ist wahr, in der USA Farm Arena in Elversberg, die ja eben mal gerade den großen Lokalrivalen Saarbrücken mit 4:0 weggefiedelt haben. Ich weiß nicht, bei der ersten Mannschaft ist das ja immer, ja, dann wird sich das genau angeschaut, analysiert. Videoanalyse, ist das bei euch auch üblich? Ja klar, auf jeden Fall. Wir machen auch regelmäßig eine Videoanalyse, vor allem auch gegen, dann sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, schwerere Gegner, beziehungsweise Gegner, die dann uns mehr abfordern. Wir analysieren halt zum Beispiel auch den Gegner oder auch unsere Spiele, was wir falsch gemacht haben, was wir verbessern können. Ja, man hat den Eindruck, ihr habt sehr gut hingeschaut, denn... das sieht taktisch alles sehr, sehr gut aus. Selbst wenn die Elversberger mal kommen, steht man hinten gut, macht die Räume zu. Und jetzt kommt der OFC wieder im Vorwärtsgang. Allerdings, also da haben die Elversberger schon gewechselt. Und jetzt kommen sie mal.
Ja, 4-3, also der OFC hat dort Überzahl gestellt und auch die Situation gut bereinigt. Das ist ja das, was ich meine. Selbst wenn die Elversberger mal kommen und so kannst du ja eine Mannschaft nicht gänzlich ausschalten, dann stehen sie eben sehr, sehr aufmerksam da hinten und räumen sie weg. Jetzt aber aufpassen. Ja, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, weil das immer gefährlich ist, wenn man halt auf die Abwehr zuläuft, auf die Kette. Ja, aber wieder gut unterbunden. Jetzt ist halt wichtig, dass wir den Ball klären und erstmal das Spiel wieder beruhigen. Vielleicht können wir mal kurz die Aufstellung noch mal einblenden, Stefan, damit wir es in der, damit wir es in der taktischen Formation noch haben. Kriegen wir das hin, oder? Ja, klar. Kriegen wir hin. Also, da haben wir es hier. Also, das heißt, wir spielen ein 4-2-3-1-System. Genau, das spielen wir eigentlich meistens. Je nach Spielsituation können wir dann natürlich auch umstellen auf verschiedene Spielsysteme, aber das ist so unsere Startformation. Ja, können wir wieder rausnehmen. Vielen Dank, Stefan, unser Bildregisseur. Für ihn haben wir ein Bild gehabt. Und er sorgt dafür, dass hier alles zu sehen bekommt, was wichtig ist, und manches eben auch zwei- und drei- und vierfach, wie zum Beispiel die Tore, die Treffer und größeren Chancen. Vorhin beim 1-0 haben wir es ein bisschen zu gut gemeint, da wollten wir noch die Chance zeigen. Ja, und dann hat es schon wieder geklingelt. Ja. Da muss man dann ganz ruhige Momente, solche Momente hier suchen, um eine Zeitlupe zu zeigen, aber das treibt uns immer an. Wir wollen da immer das schnellste Medium sein. Allen alles immer schnell zeigen. Und da muss man eben auch das richtige Händchen haben. So, jetzt gibt es vielleicht wieder ein bisschen Platz auf der linken Bahn. Ja, wie auch sonst immer, über außen, dann wieder in die Mitte, Doppelpass und... Uff. Oh, Riesenmöglichkeit erneut. Riesenmöglichkeit für den OFC. Das hätte das 3-0 sein können. Klasse Kombination. Ja, auf jeden Fall. Nur schade, dass er am Ende dann Dennis doch nicht selbst machen wollte und querlegen wollte. Hat es dann leider nicht mehr geklappt, aber ich denke, das zeigt auch, dass wir auf jeden Fall eine gute Truppe sind und uns sehr gut durchkombinieren können. Werden wir uns gleich dann nochmal anschauen. Wir gucken aber erst, wann die Situation geeignet ist. Ich habe es gerade gesagt. Und da kommen die Elversberger, aber Schluss mit lustig. Da ist er dazwischen. Jetzt Luka Garic. Kennen wir von den Profis. Ja, wie ist das? Manchmal sagt man ja so, wenn dann auch bei den zweiten Mannschaften von oben, von den Profis, jemand runterkommt, das kann ganz, ganz gut sein. Das kann aber auch so sein, dass dann so ein bisschen das Spielkonzept verändert wird. Ist das dann noch eine Verstärkung oder wie muss man das sehen? Ja gut, jetzt in unserem Fall ist halt Luka. Luka wird sich aber auf jeden Fall gut anpassen können. Sieht man ja auch, wie er sich gut anpasst. Ist ein guter Spieler und jeder gute Spieler kann sich eigentlich anpassen. Ja. Das heißt, er hat noch den Stallgeruch nach wie vor. Ja klar, ist ja auch, also er könnte ja noch theoretisch U19 spielen. Deswegen, er kennt sich auch noch gut in der U19 aus und weiß, wie man da zu spielen hat. Macht sie auch sehr gut heute. Jetzt nochmal der OFC mit dem Einwurf und dann verspreche ich euch, werden wir die Chance nachliefern. Es war nämlich eine schöne Kombination, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch hier was Zählbares. Da ist er erstmal drumherum, dann habe ich da zumindest ein Ziehen gesehen. Ja, ein Ziehen auf jeden Fall. Ist gut vorbeigekommen und hat den Freischuss aus einer gefährlichen Position rausgeholt. 2-0 für der OFC. 40 Minuten gespielt. Wie lange wird eigentlich hier gespielt? 45 komplett, ne? Genau, 2x45. In der B-Jugend, glaube ich, in der U17 ist es anders, ne? Wird 40 gespielt. Nee, ich glaube, das ist schon auch schon da, dort so in der U17. Ich glaube, ab U15 oder sowas spielt man erst 40. Also jetzt Freistoß und wir werden empfänglich für das 3-0. Wer ist das, der gute Mann? Luka Garic führt den Freistoß aus. Der jetzt das Tor macht. Ach so, ja, das wird wahrscheinlich der Giuseppe sein. Oder? Ja gut, bisschen zu flach gekommen der Ball. Wichtig, dass wir draufbleiben, den Ball jetzt nicht verlieren, einen Konter laufen. Ja, Elversberger tun sich schon sehr, sehr schwer. Ne? Dann gibt er hier ja, so einen Ball, der dann einfach ins Ausgeschossen wird. Hauptsache ist er erstmal weg. Also habt ihr wahrscheinlich euch auch noch schwerer vorgestellt, weil so richtig kommen sie nicht in Tritt, die Elversberger bis hierhin. Ja gut, ist auch so eine Sache von der Saisonlänge. Wie gesagt, die haben jetzt auch schon eine lange Saison hinter sich, genau wie wir. Und ich denke, ein entscheidender Faktor ist natürlich am Ende auch die Fitness. Ja, jetzt kommt die Szene, aber wir brechen, glaube ich, lieber wieder ab aus Erfahrung. Oder? Können wir abbrechen? Nee. Also gut, dann gucken wir es uns noch zu Ende an. Ja, da war die Chance. Also, gut. Und jetzt sind wir wieder drauf. Ja. Da haben wir es also nachgeliefert.
Ja, das Wetter ist ja eigentlich optimal. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja gut, nach den letzten Tagen, wo es so warm war, haben wir jetzt auch ein bisschen befürchtet, dass es zu warm wird. Aber nee, das Wetter ist ideal, denke ich mal. Gute Temperatur. Ja, gut mitgenommen von Ronaldo, Dos Santos Ferreira. Wie gesagt, sehr technisch versierter Spieler. Hat auch das eine oder andere Tor schon in der Hessenliga geschossen. Also sein Künstlername ist Ronaldo. Nee, der heißt wirklich so. Ja, weil hier auf der Aufstellung steht Dos Santos Ferreira nur, aber ja, das hat er mehr dran gepasst. Ja, genau. Sein Vorname ist Ronaldo. Und wer wird sein großes Vorbild sein? Ich weiß nicht, ob Cristiano Ronaldo sein Vorbild ist, aber wahrscheinlich schon. Ja, jetzt kommt hier die Sonne richtig raus, vielleicht weil der OFC 2:0 führt. Ja, da haben wir ihn wieder hier. Da marschiert er einfach durch, rechts, links, vorbei, wie Rosi Mittermeier. Guck dir das an. Also, und da ist er wieder. Also, der Mando, der hat Energie. Ja, auf jeden Fall, Marc. Richtige Pferdelunge. Die Chance, Nachschuss. Oh, immer noch ist er nicht drin. Donnerschlag, das war jetzt die ganz, ganz große Chance. Also, das musste es eigentlich sein, so kurz vor der Halbzeit, das 3:0. Und das wäre dann schon so, naja, etwas wie eine Vorentscheidung gewesen. Da hört ihr es, OFC, OFC, Anfeuerung. Ja, und da müssen wir natürlich unbedingt gleich nochmal reinschauen. Ich glaube, jetzt haben wir die Szene, ne? Da gucken wir rein. Ja, da kommt er. Und da ist er schon an Freund und Feind vorbeigegangen. Ja, und dann der Nachschuss noch. Also, das war wirklich eine gute Möglichkeit für den OFC hier auf 3:0 zu erhöhen. Und es kann keinen Zweifel geben, dass der OFC nicht verdient, auch in der Höhe mit 2:0 führt. Nee, auf keinen Fall. Ich denke, es hätte jetzt schon bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr sein können. Aber gut, dass es erstmal zu 0 ist und dann gehen wir mit einem 2:0 in die Halbzeit, ist auch optimal. Boah, klasse Kombination. Donnerschlag, das ist ja Fußball vom anderen Stern, du, guck dir das an. Also tolle Sache jetzt, Eckstoß von der rechten Seite. Lämmer geht dorthin. Also tolle Kombination, da muss man mit der Zunge schnalzen. Ja klar, wer unsere Spiele in der Hessenliga gesehen hat, hat auch diese Kombination öfter gesehen. Ja, wir wollen halt Fußball spielen als junge Kicker und kriegen das auch meistens gut hin. Bis hierhin auf jeden Fall. 2:0 führt man. Und jetzt Eckstoß von rechts. Kommt schön rein auf den Elfmeterpunkt. Ja, zweiter Ball vielleicht. Ja, da wird er gern, hat er viel Platz eigentlich. Und jetzt, na, ist es nicht passiert. Da hat er also zugegriffen, Teixeira. Und hat die Kugel erst einmal an sich gezogen. Es bleibt beim 2:0. Ja. Die 45 Minuten sind eigentlich um. Jeden Moment muss er pfeifen zum Halbzeit-Tee. Gibt es eigentlich tatsächlich einen Halbzeit-Tee? Nein, ne? Tee bei dem Wetter bestimmt nicht. Sagt man ja so, Halbzeit-Tee hat man früher gesagt. Wässerken. Und ich weiß nicht, gehst du dann auch in die Kabine jetzt nochmal? Ja, ich denke auf jeden Fall. Wir müssen mit den Jungs reden, hören, was der Trainer sagt. Ja, auf jeden Fall. Sie heiß und aber eigentlich müssen sie nicht zu heiß sein, denn die machen das schon sehr abgeklärt. Das ist vielleicht besser. Ja, also heiß sind sie allemal, aber ich denke heiß im Kopf. Aber dann spielerisch machen sie schon relativ kühl und cool auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass es weitergeht auch. Ja, wir sind in der Nachspielzeit und ich kann das sagen, wenn hier gleich abgepfiffen wird, zeigen wir euch die Porträts von Lämmer und hier unserem Co-Kommentator. Jetzt wird aber hier gezaubert. Hast du das gesehen? Ja klar, das ist ihm gute Finte auf jeden Fall. Schade, dass er vorbeigekommen ist. Aber und jetzt ist die Möglichkeit. 3 gegen 3. Überverlade ich. Jetzt kommt der vierte Offenbacher mit. Jetzt gibt es Platz auf der rechten Seite. Vielleicht dann doch nochmal rein. Da will er vorbei. Rechts vorbei. Schade. Lämmer. Okay. Aber gute Aktion. Jetzt vielleicht noch einmal. Also ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Wow.
Donnerschlag, Kopfball, rechts vorbei und dann ist Halbzeit. Jetzt gibt es die Videoporträts von Leonidas und von Jakob Lemmer und wir sind dann gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Dir erstmal herzlichen Dank. Danke auch. Ja, und der nächste Neuzugang ist da, Jakob Lemmer. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, das ist sehr schön, dass ich hier bin und einen Vertrag hier unterschreiben durfte. Das freut mich sehr. Ich habe hier 3 Jahre in der Jugend gespielt und deswegen ist es was Besonderes, hier einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Und deswegen habe ich eigentlich fast gelogen, wenn ich sage, ein Neuzugang, denn so neu ist er gar nicht. Er gehört ja zur Kickers-Familie und er hat Großes geschaffen mit seinem aktuellen, jetzigen Team. Erzähl uns. Ja, wir sind jetzt Hessen-Pokalsieger geworden und jetzt auch Hessen-Meister und haben jetzt noch 2 Aufstiegsspiele und können in die U19-Bundesliga aufsteigen. Und auf diesem Weg, Pokal zu gewinnen, habt ihr mal eben so einen kleinen Nachbarn da weggehauen? Genau, haben im Hessen-Pokalfinale 2-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Böses Wort, darf man eigentlich nicht sagen, aber dir sei es nachgesehen. Du kommst ja auch ein bisschen von da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber weil du das eben angesprochen hast, da habe ich so Beobachter gefragt, wie war es denn? Und da sagte einer nur, schüttelte so den Kopf und sagt, der Lemmer hat die weggebrettert, die Frankfurter, hat die weggebrettert. War das wirklich so? Ja, ich denke, die ganze Mannschaft hat gut gespielt und haben als Team gute Leistung am Tag gelegt und deswegen haben wir auch 2-0 verdient gewonnen. Jetzt sind wir schon richtig in der Gegenwart, weil es eben tagesaktuell ist. Ganz und dann kommen jetzt die Aufstiegsspiele. In die Bundesliga könnt ihr aufsteigen, ja, genau. Also am Sonntag in Elversberg, Sonntag drauf, dann am 16. hier das Rückspiel. Da wünschen wir euch natürlich auch Riesenglück für, dass das auch noch zu Ende geführt werden, denn besser kann es ja nicht gehen, als das Ganze mit dem Aufstieg in die Bundesliga noch zu krönen. Ja, nach so einer Saison, vor allem für mich, war das letzte Jahr in der Jugend und da mit so einem Saisonabschluss mit Pokalfinale gewinnen, Hessen Meister und noch Aufstieg, das wäre ganz besonders. Aber das Schlimme ist ja, du wirst ja gar nicht dann Bundesliga spielen. Du willst ja in Anführungszeichen nur Regionalliga spielen. Ja, was heißt nur? Ich glaube, es was bei der ersten Mannschaft zu spielen, einen Vertrag zu bekommen, ist, glaube ich, noch schöner, wenn man so lange hier in der Jugend gespielt hat. Und nach der Saison ist das, kann man für die nächste, für die Jüngeren eine gute Ausgangsposition geschaffen. Genau, genau, richtig. Erzähl uns ein bisschen über dich. Wo hast du angefangen? Wie ist das gelaufen? Also ich habe erstmal bei Using gespielt, wo ich wohne, dann über Ursel, Königstein und dann habe ich auch bei Eintracht Frankfurt gespielt. Und ja, jetzt bin ich 3 Jahre hier bei Kickers Offenbach. Und wenn du das so ein bisschen verglichen hast, dort drüben und hier, wo fühlst du dich wohler? Sag bloß nichts Falsches. Nee, hier bei Kickers Offenbach ist auf jeden Fall sehr familiär. Jeder unterstützt jeden. Das ist auch wirklich was Besonderes hier. Deswegen ist es schon schön, hier zu spielen. Also hast du auch einen richtigen Stolz sozusagen mitgenommen, ja, aus der Jugend, die sie jetzt in den Käfig sozusagen geschafft haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, erzähl uns noch so ein bisschen, was sind so deine Ziele? Jetzt erstes Jahr, weiß man gar nicht so richtig, wo man steht. Du kriegst mit, es gibt auch noch andere Neuzugänge rechts und links. Wird nicht so einfach, dass man da jede Woche auf dem Platz steht, ne? Ja, ich bin gespannt, wie das läuft. Jetzt ein neues Team, viele neue Zugänge und mal gucken, wie die Vorbereitung läuft. Ich gebe alles und mal gucken, wie dann die Saison läuft. Aber du hast ja
auch unser Kollegen in deiner Mannschaft, der das genau geschafft hat. Ne? Ja. Luka Garrett stand ja letztes Jahr genau eigentlich in der gleichen Situation und ist dann sogar noch schneller ein bisschen in die Profis reingerutscht. Und ja, jetzt spielst du wahrscheinlich am Sonntag wieder mit ihm zusammen. Ja, der Luca ist ein guter Spieler. Er wird jetzt am Donnerstag, Freitag wieder ins Training, glaube ich, kommen zu U19 und dann uns unterstützen gegen Elversberg, damit wir da aufsteigen. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg. Erstmal, was den Abschluss angeht, vielleicht mit dem Bundesliga-Aufstieg noch gekrönt und dann vor allen Dingen hier auch im Käfig, dass du bei der ersten Mannschaft auch richtig durchschlägst. Danke dir. Dankeschön. Danke. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Leonidas Tiliudis, na, das ist ein halber Neuzugang. Nein, es ist ein ganzer Neuzugang. Aber er ist natürlich auch ein Nest vom OFC. Und jetzt hat er einen Profivertrag. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, freut mich, dass ich unterschreiben durfte nach den 2 Jahren, die ich hier bestritten habe beim OFC in der Jugend. Und na klar freut man sich dann immer, im Profikader der ersten Mannschaft zu stehen, den man die Jugend hier vollbracht hat. Und ja. Ja, du hast ja so ein bisschen Stallgeruch schon bekommen, aber erzähl uns mal, wie ist deine Karriere bis hierhin verlaufen? Wo hast du angefangen? Wo hast du die ersten Schritte gemacht und gegen den Ball getreten? Na ja, gut, angefangen habe ich bei mir im Heimatort Preungesheim beim Viktoria Preußen. Danach ging es nach einem Jahr zur Eintracht, von da aus zum FSV. Wer ist das? Kenne ich jetzt gar nicht, aber gut. Ich glaube, die werden auch Hühner genannt. Also nach Eintracht ging ich dann zum FSV, von da aus dann zu Rot-Weiß und jetzt bin ich am Endeffekt hier gelandet. Ja, jetzt hast du schon ein paar Stationen hier im Rhein-Main-Gebiet durchspielt sozusagen. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied? Macht man da einen Unterschied aus? Wo bist du am idealsten gefördert worden? Also gut, ich denke natürlich macht jedes NLZ seine Arbeit gut, denke ich mal. Nur, also wie schon gesagt, beim OFC war es halt ein Stück weit was anderes.
wo man einfach besser aufgenommen wurde. Man hat sich familiärer, wohler gefühlt einfach beim Verein, weil die Unterstützung auch von jeder Seite kam und die Mitmenschen einfach wirklich auch einen gefördert haben. Jetzt ist es gerade in deinem Jahrgang so, habe ich mal so ein bisschen recherchiert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man da den Durchbruch zur ersten Mannschaft schafft. Haben wenige eigentlich aus deinem Jahrgang geschafft. Du hast es geschafft. Ja gut, also das stimmt jetzt im Endeffekt wirklich. Ich habe mit ein paar Leuten gespielt, die es dann letztendlich geschafft haben, auch in den A-Kader zu kommen. Aber so viele sind es dann im Endeffekt auch nicht gewesen. Also dann freut man sich schon und ich denke auch mal, dass es ein Stück weit was Besonderes ist. Jetzt hast du natürlich schon Tuchfühlung zum A-Kader gehabt. Kennst du so ein bisschen die, die bleiben und vielleicht lernst du dann oder ganz bestimmt lernst du jetzt auch die kennen, die jetzt neu mit dazukommen. Was hast du so für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an und wie wird man da so aufgenommen, wenn man so auf dem Sprung ist von der Jugend in den A-Kader? Also ich denke, ich habe ja schon oft hier mittrainiert und auch gespielt, ein paar Testspiele. Und ich denke, die Jungs wissen, wie es ist, wenn man aus der Jugend hochkommt. Und die nehmen einen auch auf, führen einen, also weisen einen alles ein. Und ich denke, das wird schon gehen, auf jeden Fall. Fangen wir mal an, darüber, über das Sportliche zu reden. Wo bist du denn auf dem Platz genau angesiedelt? Was ist so deine Position? Also ich denke, meine Stärke liegt im Zentrum auf jeden Fall, im defensiven Bereich. Also ich spiele jetzt meistens auf der 6 oder auch als Innenverteidiger. Und du bist auch Kapitän, das heißt, du hast da schon sehr früh Verantwortung übernommen und ich glaube, es macht dich auch ein bisschen stolz, Kapitän zu sein, gerade bei diesem Team, denn mit diesem Team habt ihr enorm viel erreicht. Erzähl uns. Ja klar, also Kapitän ist immer was Besonderes zu sein, vor allem von einer Mannschaft, die ja im Endeffekt den Meistertitel geholt hat und auch den Pokal gegen die Eintracht gewonnen hat. Natürlich macht es einen stolz. Ich hoffe natürlich auch, dass jetzt der Aufstieg in die Bundesliga klappt, sodass man halt den jüngeren Jahrgang jetzt ein Vermächtnis überlässt, in der Bundesliga spielen zu können. Also mehr kann ja eigentlich gar nicht gehen, als den Pokal im Grunde gegen den Klassenhöheren zu gewinnen, dann noch im Prestigeduell gegen die da drüben, so sage ich es mal vorsichtig. Und jetzt geht es dann nach Elversberg und dann das Heimspiel noch. Ja, und dann ist das möglich, was eigentlich nicht möglich schien, der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ja genau, also ich glaube, mit so viel haben wir selbst nicht gerechnet. Na klar wollten wir uns besser platzieren als letzte Saison, wo wir nur Achter wurden. Na gut, jetzt als erster Pokalsieger und dann noch den Aufstieg zu schaffen, wäre natürlich das Triple. Und natürlich würde sich jeder darüber freuen. Aber ich könnte mir vorstellen, weil wir bei Freuen sind, du hast auch vielleicht ein Tränchen zu verdrücken, denn im Moment kannst du nicht spielen. Das heißt, du wirst ein bisschen noch geschont und trotzdem haben es deine Mann und deine Jungs ganz gut hinbekommen. Ja, jetzt geht's nach Elversberg, da bist du mit einem lachenden und einem weinenden Auge dabei. Na gut, auf jeden Fall. Ist natürlich schade, wenn man die ganze Saison mitgemacht hat, so viele Spielminuten gemacht hat, als Kapitän vor allem noch und dann halt verletzungsbedingt ausfallen muss. Aber ich denke, die Jungs werden es auch weiterhin durchziehen und auch ohne mich werden die es gut spielen können auf jeden Fall. Und ich denke, das sollte kein Problem sein. Bei euch dabei ist ja dann auch noch Luka Garic jetzt vielleicht auch in den Relegationsspielen nochmal, ne? Ja, ich glaube, der wird jetzt kommende Woche, Donnerstag und Freitag nochmal mittrainieren vor dem Spiel, sodass er dann sich auch mit den Jungs einspielen kann. Und ich denke, ich habe mit Luka auch letztes Jahr auf der 6 gespielt, ein Top-Spieler und der wird es auf jeden Fall gut machen. Ja, da sind wir mal sehr gespannt, wie sich das alles so gestaltet mit dir hier. Wir wünschen dir natürlich einen richtig guten Einstand bei der ersten Mannschaft und vor allen Dingen jetzt erstmal einen guten Ausstand in der A-Jugend, in der U19, denn mehr kann ja nicht gehen als ein Aufstieg in die Bundesliga. Genau, dann vielen Dank und ich freue mich auf die kommende Saison und werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ja, eben war er noch im Videoporträt, jetzt ist er schon wieder hier bei uns auf der Reporterbank. Leonidas Tiliudis, das freut uns. Du bist auch aus der Halbzeit rausgekommen mit den Jungs. Was war so der Tenor? Ja gut, also uns freut es natürlich, dass wir 2-0 führen, aber wie ich schon gesagt habe, ist halt noch 45 Minuten zu spielen, wo viel passieren kann. Der Trainer hat angesagt, dass wir in Führung gehen müssen, beziehungsweise die Führung ausbauen sollten, sodass wir nicht ins Schwitzen geraten. Ja, das ist eine gute Idee. Ausbauen, ganz klarer Fall. Zumal man sagen muss, das hätte nicht nur passieren können, das hätte eigentlich passieren müssen. Man musste mindestens das 3, vielleicht sogar das 4-0 nachschieben. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten gute Chancen dabei und ich hoffe, dass es weiter so läuft. Jetzt Gott mit uns. Die zweite Halbzeit läuft. Die Elversberger erste Mal im Ballbesitz. Und da hört ihr jetzt wieder Anfeuerungsrufe. OFC, OFC. Ja, und unten habt ihr es eingeblendet. 1-0, 10. Minute. Hüseyin Basic und dann hat er gleich noch einen nachgelegt. 4 Minuten später zum 2-0. So führt der OFC jetzt im Hinspiel in Elversberg und hat sich eine ganz gute Position verschafft. Allerdings will das, wie es der Trainer eben auch schon gesagt hat, ausgebaut werden. Es schreit förmlich danach, denn das war eigentlich eine sehr, sehr klare Sache. Und dann muss man natürlich auch irgendwann den Sack zumachen. Ja gut, wie gesagt, nachlegen wäre gut, dass du, wie gesagt hast, den Sack zumachen. Aber wie gesagt, auch nicht nachlassen. Also der Trainer hat auch gemeint, dass wir jetzt nicht nachlassen
dürfen und auch nicht können, sondern eine Schippe drauflegen müssen, ganz klar. Wie sieht's aus? Haben wir denn gewechselt? Nee, gewechselt wurde nicht zur Halbzeit. Okay, auf Everberger Seite wurde gewechselt, aber beim UFC gibt es keinen Grund, keinen Anlass. Vielleicht noch ein Satz zum Torhüter, Gianluca Klar, der hat ja über lange Zeit das Tor gehütet, war dann verletzungsbedingt nicht dabei? Ja gut, der hat sich, glaube ich, im Spiel gegen Oberroden verletzt und ist bis jetzt ausgefallen, ich glaube Meniskus angerissen oder gerissen. Trainiert schon seit 2 Wochen wieder mit, aber wie gesagt, ist halt nicht, glaube ich, unbedingt spielbereit. Ja, das war jetzt mal so was wie eine halbe Möglichkeit für Elversberg. Hat er versucht, dann kurz über der Grasnarbe per Kopf zu nehmen. Und da hört man auch die Elversberger mal. Ja. Und der OFC kontert, OFC, OFC. Und da wird es natürlich deutlich lauter, wenn der OFC unterwegs ist. Ja klar, Top-Fans auf jeden Fall. Also, Eckball für Elversberg. Die werden sich natürlich nochmal viel vorgenommen haben, denn sie müssen ja eigentlich jetzt schon fast alles oder nichts spielen, oder? Ja, auf jeden Fall auch gerade wieder gut abgefangen vom Angelo, vom Ersatztorhüter, sage ich mal jetzt so. Der sein Ding aber auch auf jeden Fall sehr, sehr gut macht als jüngerer Jahrgang, wirklich Top-Torhüter. Wie gesagt, der den Gianluca auch sehr gut vertritt. Ja, wünschen wir beiden alles Gute, dass wir sie vielleicht auch nochmal dann oberklassig sehen in den Herrenmannschaften. Sind ja einige hier, wenn man das so sieht, wo man durchaus dafür mit rechnen muss, dass man sie ja, in höheren Spielklassen wiederfinden. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auch jeder, der hier spielt, hat seit der Jugend eine gute Ausbildung genossen und gute Kicker sind wir alle mal. Und ich denke auch, dass jeder unterkommen wird. Allerdings muss man sagen, in der zweiten Halbzeit bis jetzt nur Elversberg zu sehen und die versuchen es auch jetzt mal hier überfallartig. Ja, und das ist allerdings eng und enger. Das heißt, die Offenbacher Abwehr steht erstmal, dann kommt er aber nochmal vorne rein, direkt abgezogen, geblockt, aber Eckball wird es geben. Aber sie haben anscheinend schon einen kleinen Einlauf bekommen in der Halbzeit, denn sie sind zumindest jetzt hier wesentlich engagierter in der zweiten Halbzeit aus der Kabine gekommen. Ja, auf jeden Fall. Die wollen ja auch aufsteigen in die Bundesliga, die müssen jetzt auch was tun. Na klar, 2-0 zur Halbzeit ist kein schönes Ergebnis für sie und die müssen auf jeden Fall jetzt mehrere Schippen drauflegen. Ja, und es war nicht nur das Ergebnis, es war eben auch genau die Spielweise. Das heißt, der UFC absolut dominant. Jetzt haben sie allerdings hier so ein kleines Powerplay aufgezogen, auch wenn der dann vorbeigeht. Und so bleibt es beim 2-0. Ja, Stefan, wir können uns vielleicht nochmal als allererstes das Tor anschauen zum 2-0. Das interessiert uns natürlich, all die, die später gekommen sind, die jetzt erst in den Stream einschalten. Da haben wir es schön durchmarschiert, dann in den Rücken der Abwehr gespielt und dann links eingeschoben. Da war nichts, aber auch gar nichts zu machen. Weiß nicht, haben wir noch was Besonderes, Stefan, was wir einspielen könnten und müssten? Warte mal. Ja, ein paar schöne Chancen haben wir noch. Ah, okay. Das war jetzt noch die Zeitlupe dazu. Das könnten wir es gerade machen. Eine hundertprozentige Torchance haben wir eigentlich noch. Also dann nehmen wir noch die hundertprozentige Torchance. Kannst du uns vielleicht noch was zu sagen? Ja. Ja klar, wo der halt dann Giuseppe zum Nachschuss kommt, aber leider in Abseits steht. Also ich glaube, der Treffer hätte sowieso nicht gezählt. Okay. Ja, dann geht es jetzt hier auch weiter mit dem OFC. Aus der eigenen Hälfte. Und im Gegensatz zu unserem Kameramann, der schön auf Höhe der Mittellinie steht, sitzen wir ja, zwischen Mittellinie und 16er, das Reporter-Team. Das heißt, wir könnten jetzt auf der rechten Seite noch ein paar Tore vertragen. Denn die können wir doch viel besser sehen. Auf jeden Fall, ja. Guten Blickwinkel haben wir aufs Tor. Würden uns natürlich, glaube ich, auch alle freuen. Ich hoffe, du hast das den Jungs gesagt. Also jetzt, wo wir das Tor besser sehen können, sollen sie noch mal nachlegen. Auf jeden Fall, sowieso. Das wird genau die Motivation sein, dass sie noch gebraucht haben. Aber hier ist er wieder wunderbar unterwegs, Marc Knopp. Ja genau, wie gesagt, es mag sein Spiel, der halt dann Tempo von hinten raus macht. Hat er sich aber irgendwie verdreht oder draufgetreten jemand, oder? Ja, am Knöchel wahrscheinlich irgendwas, aber ich denke, Marc ist hart im Nehmen, der wird das überstehen. Also, mal gucken, oder man muss vielleicht mal ein bisschen behandeln, ein bisschen kühlen, wie auch immer. Sieht nicht so aus, als ob er jetzt hier einfach aufsteht und weiterspielen kann. Na, hohe Stollen sehen wir da. Wie ist das Geläuf? Also gut, wie wir schon gesagt haben, der Rasen ist hoch, aber nicht wirklich nass. Deswegen ist halt vom Spieler abhängig, ob er sich mit Stollen oder mit Nocken halt besser fühlt. Aber jetzt hier Freistoßposition. Wir haben große Männer mit dabei, kann gefährlich werden. Guter Ball, vielleicht ein bisschen hoch. Ja, schade. Den hat er gut abgefangen. Teixeira, der Schlussmann der Elversberger. 51 Minuten gespielt,
2-0 für der UFC nach wie vor. Danke nochmal an unseren tollen Partner Gream, der einen tollen Preis ausgesetzt hat. Es gibt ein Samsung Galaxy SJ3 zu gewinnen. Und man muss nur wissen und an uns schreiben an fanradio@ofc.de. Und das, die Antwort kann man rausfinden auf seiner Website cream.de und auch auf der Facebook-Seite. Man muss wissen, wie hoch fällt der Gutschein aus beim Stichwort Kickers? Ja, guckt es euch an, dann wisst ihr es. Einmal Kickers gesagt und schon kann es richtig klingeln für euch. Einen tollen Gutschein. Unser großer Partner, wenn es um Mobilfunk geht. Und jetzt der OFC. Ja, wieder über außen kommen wir, aber jetzt halt darf man sich nicht so reinfuddeln in die Situation. Ja. Also ist hier eine tolle Mannschaftsleistung. Haben alle recht ordentlich gearbeitet. Von Signorelli, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so viel gesehen heute. Na gut, ein Stürmer zeichnet sich nicht darum aus, dass man viel sieht. Entweder macht er Tore oder arbeitet halt mit dem Anlaufen viel mit. Giuseppe macht beides und er wird auf jeden Fall zu seinen Torchancen kommen und die dann natürlich auch machen. Das wollen wir ihm wünschen, das wollen wir uns wünschen. Aber du hast schon recht, wir haben ja viele Stürmer gehabt, ob das Schiric war, Dieter Müller und viele andere Klassestürmer. Die hast du 80 Minuten nicht gesehen und dann haben sie aber die entscheidenden Dinger reingemacht. Ja, klar, das ist halt deren Job. Wie gesagt, Giuseppe wirst du nie sehen, dass er im Spiel relativ auffällig ist. Er macht seine Dinger rein, deswegen ist er Stürmer und er macht es auch relativ gut und oft auch. Ja, und ich sag's nochmal, wir wollen für euch weiter Fanradio machen und auch Kickers TV. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. 40 Euro, zweimal 20 Euro ginge auch, Vorrunde, Rückrunde. Oder ein Dauerauftrag, 3,33 Euro, dann können wir für euch weitermachen. Bitte schaut, dass wir das gemeinsam hinbekommen. 12 Spieltage sind finanziert, also da ist noch einiges zu tun. Ja, 22 Spieltage noch zu finanzieren. Und auf der Fanradio-Website findet ihr die Kontoverbindung. Also wir haben ja da eine schicke Website, können da ein bisschen stöbern und ganz vorne ist gleich die Kontoverbindung zu sehen. Könnt ihr vielleicht nebenbei noch erledigen. Jetzt aber wunderbar gemacht, ihr Slalom gelaufen, als ob da keiner dabei wäre. Ja, wie gesagt, Ronaldo halt gute Techniker, aber jetzt müssen wir versuchen, den Ball wieder zu erobern. Ja, jetzt ein bisschen aufpassen, da kommen sie. Ja. Allerdings, ja, das stellen wir zu. Jetzt ist der Anschlusstreffer da. Und genau das darf nicht passieren. Ja, da müssen wir 3 oder 4-0 führen. Und dann kommt so ein saudummes Ding. Saublöd gelaufen. Ja, ist wirklich kacke jetzt in dem Moment. Aber ich denke, wir werden es weiterhin gut machen. Ja, also das war wirklich unnötig. Denn ja, man darf sie nicht ins Spiel kommen lassen. Im Grunde haben sie sich schon fast ergeben. Aber man muss natürlich sagen, also Hautz macht den Anschlusstreffer. Und so ist das manchmal im Fußball. Machst du deine Dinger nicht, und die Chancen waren da für uns, auf 3 und 4-0 zu erhöhen, dann kriegst du einen. Harte Strafe. Ja, vor allem, wenn es auch aus dem Nichts kommt. Also von daher haben wir bis jetzt gar nichts gesehen. Jetzt weil sie ja in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen mehr engagiert hier zur Sache gehen. Ja klar, aber ich denke, über die meiste Strecke der Partie haben sie halt wirklich gar nichts gezeigt. Jetzt natürlich ein Treffer aus dem Nichts, gibt ihr natürlich wieder Feuer. Deswegen müssen wir gucken, jetzt weiter im Spiel zu bleiben und es jetzt nicht herzugeben. Ja, da gucken wir es uns gleich nochmal an, aber ich weiß nicht, sind wir schon soweit, oder? Ja, dann gucken wir es uns gerade an, das Tor. Also, kommentier's vielleicht nochmal, wo vielleicht auch der Fehler entstanden ist. Ja gut, wir können halt einfach nicht konsequent klären und dann beim Schuss ist keiner da und lässt ihn halt frei zum Schuss kommen, ist halt natürlich blöd. Ja, damals, naja, zieht er ab, links, unten schlägt er ein. Ja, nur noch 1-2. Ich meine, wenn man das vorm Spiel gehört hätte, es steht nur 1-2 oder 0-2, wie der UFC zur Halbzeit ging, dann hätten wir das sofort unterschrieben, hätten gesagt, das ist gut. Aber hat man das Spiel gesehen, wissen wir, es hätte mindestens 3-0 stehen müssen. Aber das hilft jetzt alles nichts. Jetzt gucken wir weiter nach vorn. Und unsere Jungs sind alle mal dazu in der Lage, ja, das Heft des Handelns wieder hier in die Hand zu nehmen und einen weiteren Treffer zu machen. Ja, wie gesagt, man sieht jetzt auch natürlich, dass das Tor jetzt von Elversberg ihnen auch ein bisschen Motivation und auch vor allem auch Selbstvertrauen gegeben hat. Und wir dürfen jetzt auf keinen Fall hier in Bredouille geraten und noch einen Treffer fangen.
Wie ist das eigentlich bei den Jugendrelegationsspielen, was Auswärtstore angeht? Ich denke, da gibt es keine Regelung für, wie zum Beispiel bei der Champions League. Ich denke, das zählt normal. Das heißt, ja, kein Doppelzählmodus. Und jetzt gibt es Einwurf hier auf der linken Bahn. Ja, also Lämmer. Ja. Mach raus. Jetzt ist wieder ein Nopp, den wir mehrfach erwähnt haben. Da ist er am Ball. Ja, können wir mal genauer hinschauen. Ja, jetzt ein bisschen zerfahren. Spielfluss ist ein bisschen dahin, weil die Elversberger auch ein bisschen mitmachen. Haben sie doch den OFC in der ersten Halbzeit, ja, das Spiel überlassen. Sehen sich natürlich jetzt auch ein bisschen beflügelt durch den Anschlusstreffer. Das ist richtig, war richtig. Einmal für uns, strittige Situation, aber ich denke, der hat schon richtig entschieden, der Schiedsrichter. Ja, wie gesagt, jetzt natürlich, wenn die in Führung gehen, machen die Fans natürlich wieder mit. Und da darf man halt als Fußballer nicht die Nerven verlieren und sich nicht von Emotionen leiten lassen. Habt ihr solche Situationen wahrscheinlich auch in der Runde des Öfteren gehabt, oder? Dass man erstmal deutlich in Führung gegangen ist, dann wurde es wieder eng. Ja klar, auf jeden Fall. So Gegner wie zum Beispiel Rot-Weiß Frankfurt auch oder auch Biebrich sind halt sehr emotionale Spiele, wo man halt einfach nicht den Kopf verlieren darf und einfach weiter sein Fußball spielen muss. Und natürlich, wenn man sich dann davon leiten lässt, kann man in Bredouille geraten, wie ich schon gesagt habe. Und ja, muss man einfach stark im Kopf bleiben. Ja, Fußball ist nicht nur eine Sache, die man mit den Füßen spielt. Findet viel im Kopf statt. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass bei uns jetzt die Grundordnung verloren gegangen wäre. Sondern ja, es ist einfach nur so, dass die Elversberger ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Ja, keinesfalls. Also die Grundordnung haben wir nicht verloren. Jedoch, wie gesagt, sind wir, glaube ich, jetzt ein bisschen leicht eingeschüchtert durch den Gegentreffer, den wir uns also so nicht erhofft und erwartet haben. Aber wie schon gesagt, wir müssen einfach jetzt weitermachen, versuchen, das Spiel weiter in die Hand zu nehmen. So, dann habe ich wieder einige Einsendungen, die mitspielen wollen im Krim-Gewinnspiel. Wir haben die richtige Antwort. Julia Jonas weiß das und sie liegt in der Tat richtig. Und auch die Silke Ott weiß das ganz genau. Krim gibt es ja überall. Rund um Offenbach, Rottgau, Oberzhausen und natürlich direkt in Offenbach. Und einfach mal schauen. Ja, das war eine halbe Möglichkeit, will ich mal sagen. Nicht wirklich gefährlich. Und ja, in 10 Minuten ziehen wir dann den Gewinner. Und ich darf Ihnen auch die offizielle Zuschauerzahl geben. Hören wir mal. Die A-Jugend der SV Elversberg bedankt sich heute bei 750 Zuschauern. Also vielen Dank, viele kommen. 750 Zuschauer, das ist okay, aber dann sind das deutlich mehr als 150 Offenbacher. Das kann man natürlich dort hinten auf der Tribüne nicht so auseinanderhalten, die ist ja eh ein bisschen bunt gehalten, diese Tribüne. Aber dann, ich denke doch, dass der mindestens die Hälfte vielleicht aus Offenbach ist, oder die Hälfte, sagen wir mal. Und was die Lautstärke angeht, da sind wir in der Überzahl. Aber das ist nicht so verwunderlich. Ja, und ich will noch mal schauen. Ja, Samsung Galaxy J3 in Schwarz. Wer wird der Gewinner sein? fanradio@ofc.de. Noch habt ihr die Möglichkeit zu gewinnen im Cream-Gewinnspiel. Und ihr müsst einfach mal schauen, wie hoch der Gutschein ausfällt beim Stichwort Kickers. Boah, ja, da fummelt er sich da hinten, ein Wolf, aber er bleibt erstmal im Ballbesitz. Jetzt gibt es aber Einwurf für den OFC, da geht es in die richtige Richtung. Jetzt könnten die Zuschauer vielleicht auch nochmal ein bisschen aufs Gas treten, einen Gang hochschalten, zulegen. Ja, Ball im Aus. Ah, hat er für Elversberg gegeben. Ja, wie sieht das aus? Glaubst du, dass noch gewechselt wird? Ja, gewechselt denke ich auf jeden Fall. Vor allem, weil es auch ein anstrengendes Spiel ist. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben noch eine halbe Stunde zu spielen. Ich denke, auch gegen Ende hin wird auf jeden Fall noch gewechselt. Wer böte sich da an, sozusagen? Ja gut, es hängt immer vom Spielstand. Reinkommt.
Hängt immer vom Spielstand ab natürlich, ob man eher offensive Kräfte braucht oder defensive. Jetzt, wie man gerade sieht, unser Innenverteidiger humpelt, aber ich denke, müsste weitergehen. Noch ein Wort zu ihm? Ja, Visagashi hat doch jetzt ein paar Mal mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Älterer Jahrgang Nummer 3. Auch robuster Zweikampfspieler. Guten Spielaufbau. Ja. Oh, öffnender Pass. Ja, wie kann er den mitnehmen? Steht er ihm fast auf den Schlappen, aber schön gesehen. Aufgerückt. Da geht er wieder durch, rechts, links. Oh, vielleicht ein bisschen zu viel Schnickschnack. Ja, wie gesagt, man darf sich halt nicht so leiten lassen. Wenn man so eine gute Situation hat, darf man nicht zu viel wollen. Aber jetzt, Die Möglichkeit für den UFC. Uff. Luka Garic mit der Vorbereitung, aber da fehlte vorne der Knipser. Ja, vielleicht hätte er auch selbst schießen können in der Situation. Aber ich denke, der wollte querlegen und damit die Vorlage mitnehmen. Zu uneigennützig. Ja, aber mal gucken jetzt. Guter Ball. Leg ab. Luca, schieß. Jetzt machen sie es aber ein bisschen kompliziert. Unsere Jungs. Ja, rechts vorbei. Warum denn nicht? Also, gut rausgespielt. Der Abschluss auch nicht so schlecht. Und jetzt kommt doch die Anfeuerung wieder. OFC von der Tribüne. Aus gleich mehreren Blöcken dort. Ja. Und das lässt vermuten, dass ich recht habe, dass fast die Hälfte hier aus Offenbach ist. Und dann werden wir uns das gleich hier nochmal anschauen. Moment, hast du schon gemacht, oder? Nee, warten wir erst nochmal, denn vielleicht passiert noch was. Lämmer, der erstmal abgelegt hat. Und dann kommt der Ball wieder hier auf Nopp. Ja, das ist das, was ich meine. Die Elversberger jetzt dann zeigen mehr Präsenz. Allerdings kann sie offensichtlich jetzt mehr und mehr befreien mit Lämmer. Der geht jetzt hier rechts vorbei. Luka Garic. Ja, das war einer zu viel. Und jetzt Entlastungsangriff. Elversberg über links. Wir müssen aufpassen, dass wir kein Tor fangen. Gefährlicher Ball. Wie gesagt, den Ball vorne vertändelt. Ja, wichtig. Geiler Einsatz, mein lieber Scholli. Wer war das? Rasim Bulic Nummer 6. Ja, wie gesagt, unser Mann vor der Abwehr, der da auch mal richtig zwischen die Beine haut. Jetzt gibt es aber Platz hier auf der linken Bahn. Sie machen es ein bisschen kompliziert, oder? Das einfache, schnörkellose Spiel wäre dann manchmal vielleicht ein bisschen zielführender, oder? Fragezeichen! Naja, dann ist er doch in den Fängen. Wie siehst du das? Einfacher ist manchmal besser? Ja, auf jeden Fall. Hat man ja auch bei den ersten zwei Toren gesehen. Einfach gespielt, quergelegt und dann war das Ding auch drin. Jetzt haben wir auch hier die Szene nochmal. Da hätte es eigentlich passieren müssen. Ja, dann ging er links vorbei. Hat der Kameramann nicht ganz perfekt einfangen können. Ja. Also. So. Einwurf OFC. Tief in der eigenen Hälfte. Kurz vorm Strafraum. Und jetzt gibt es dort viel Platz auf links. Sehr viel. Ja, Bällchen laufen lassen. Ja, Signorelli. Zweiter Sieger. Oh, jetzt ist er. Oh, gut gemacht. Also hat den Ball zurückerobert. Ja, jetzt gibt es hier aber Proteste. Was sagst du? Ja, ganz klar den Ball gespielt mit der Grätsche. Aber ich verstehe nicht, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat. War ganz klar Ball auf jeden Fall. Aber großer Einsatz von Signorelli, nachdem er erst den Ball verloren hat, dann nochmal nachgesetzt. Ja, klar, auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Klären, Freunde. Ja, nicht so einfach, genau, da ist er ein bisschen versprungen ins Tor aus, so gibt es Eckstoß von der rechten Seite. Ja, und das ist etwas, was man tunlichst vermeiden muss, denn ja, so ein Standard, ich will es gar nicht denken. Ja, wie gesagt, habe ich auch schon am Anfang gesagt, dass Standards so ein Spiel entscheiden können am Ende. Deswegen darf man sich nicht zu viel erlauben und auch nicht zu viele Fouls machen. Ja, was war denn das hier für ein seltsamer Eckball? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hat er denn nur angetippt und ist weggelaufen oder was? Weil dann sprangen sie alle auf den Ball zu. Ganz merkwürdige Situation. Neue Eckball-Variante war das. Jetzt gibt es da wohl nochmal einen Wechsel, oder?
Tja, es dauert. Er will nicht. Aber jetzt wirft er dann doch ein. Ah, erstmal rausgeköpft. 66 Minuten exakt gespielt. 2:1 für der OFC, liegt nach wie vor in Führung. Nach den beiden frühen Treffern musste der OFC unbedingt das 3 und 4-0 nachlegen. Das geschah nicht. Und dann folgte die Strafe in der zweiten Halbzeit mit dem Anschlusstreffer. Allerdings muss man sagen, hatte der OFC sich jetzt auch hier wieder ein bisschen befreit vom Anfangsdruck aus der zweiten Halbzeit, der Elversberger. Hat eigentlich das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen. Und jetzt muss man aber aufpassen. Also einen müssen wir noch machen, da hilft alles nichts. Auf jeden Fall, ja. Wäre wichtig jetzt auf jeden Fall auch, damit wir wieder ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Ja, wie gesagt, nach dem Treffer ist ein bisschen gesunkenes Selbstbewusstsein. Und dadurch könnten wir es vielleicht ein bisschen zurückholen. So, die Simone Kehling ist auch noch schnell ins Gewinnspiel reingerutscht. Der Aufstieg ist unser, schreibt sie, rot-weiße Grüße. Ja, noch haben wir noch ein bisschen was zu gehen, die Antwort ist jedenfalls richtig. Und liebe Grüße aus Membris von Brigitte und Walter Hoffmann. Und auch sie haben die richtige Antwort. Und gleich werden wir das auflösen, das Gewinnspiel. Jetzt aber erstmal schauen, Elversberg kommt über die rechte Seite. Oh ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, der Ball hat dann die Richtung verändert. Insofern müsste er ja am Ball gewesen sein. Aber Schiri wackelt jetzt ein bisschen. So wird es Freistoß geben von der rechten Seite. Da werden wir gleich das Gewinnspiel auflösen. Damit die Glücksfee Annika, hallo. Hallo. Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 17. Ich nehme die 13. Die 13 gewinnt, nichts geht mehr. Und dann schauen wir gleich mal, wer gewonnen hat. Und das, denke ich, machen wir nach dem Freistoß. Ja, rhythmisches Klatschen. Jetzt für Elversberg. Aufpassen, Jungs. Hat keine Schildmütze gegen die Sonne. Unser Torhüter. Aber so weit kam es erst gar nicht. Jetzt muss er aber ganz weg. Genau. Und das ist die Möglichkeit, jetzt umzuschalten für den OFC. Lemmer. Ja. Da ist er wieder am Ball. Jakob Lemmer. Mit Vertrag bei den Profis jetzt. Luka Garic. Rausgelegt. Ja. Das ist das. Manchmal zu kompliziert. Und Garic. Oh, rechts vorbei. Donnerschlag. Das war die Chance. Ja, super Chance. Guter Schuss von Luka. Und jetzt ist auch gewechselt, glaube ich. So, und dann haben wir einen Gewinner. Guck mal, die Glücksfee da unten. Ja, gewonnen hat Julia Jonas. Herzlichen Glückwunsch. Julia Jonas gewinnt das Galaxy J3 von Riem. Ja. Werden wir dann nachher noch euch in Verbindung bringen mit Krim. Und da haben wir die Szene jetzt nochmal. Kommt sie? Ja, ist ja schon da, genau. Okay. Also da links. Da zieht er ab. Ja. Fehlte nicht so viel. Weiter geht's. Der OFC im Ballbesitz. Unterm Strich würde ich sagen sowieso 65% Ballbesitz OFC. Würde ich auch sagen, ja. Wir halten den Ball gut in eigenen Reihen. Nun müssen wir jetzt gucken, dass wir, wie gesagt, zum nächsten Tor kommen. Ja, jetzt aufpassen. Hinten die Kugel raus. Ja, erstmal gut gemacht. Aber dann kommt sie zurück. Hm, jetzt versuchen sie es auch hier. Mit raffiniertem Spiel. Ein kleiner Heber. Kann nur auf Kosten eines Einwurfs geklärt werden. Weiß nicht. Ist es vielleicht so, dass wir jetzt doch so ein bisschen unserem hohen Anfangstempo Tribut zollen müssen? Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber auf jeden Fall kann ich gerade sehen, dass wir wechseln werden. Ja, wer kommt, wer geht? Also, wer geht, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich unser Innenverteidiger Visagashi mit der Nummer 3 und dafür wird kommen Dino Kubegovic mit der Nummer 4. Aber ob das jetzt genau so ist, wie ich sage, weiß ich noch nicht.
Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit für den OFC. Lemmer rückt dort auf und dann muss der Pass jetzt kommen auf ihn. Naja, das ist erst einmal Nopp wieder am Ball. Er hat ja in der ersten Halbzeit mit seinen Gegenspielern Katz und Maus gespielt. Am Strafraum, im Strafraum, erneut Lemmer. Abgelegt. Jetzt muss allerdings wieder ein bisschen schnörkelloser nach vorne gespielt werden. Stattdessen erst einmal ganz zurück. Ja, lief es in der ersten Halbzeit absolut perfekt. Naja, stimmt ja auch nicht, sonst hätten wir ja 3 oder 4-0 geführt. Aber es sah zumindest so aus. Da hat uns der Gegentreffer schon ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut. Und das wäre natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, mit einem 2-1-Sieg im Rücken ins Rückspiel zu gehen. Aber wir wollen das nicht denken, wir wollen noch ein Tor sehen und das ist die Möglichkeit vielleicht für den OFC. Lemmer zieht ab. Naja, muss man trotzdem probieren. Ja, auf jeden Fall. Schießen muss man immer wieder, haben wir auch gesagt. Schießen können wir, deswegen sollten wir es auch probieren. Jetzt kommt der Wechsel. Wie sagt der Mittelhesse, im Schäseleitsglück. Also, der Wechsel. Also ich kann. 10 geht. Ronaldo ist das. Das Santos Ferreira. Also nicht positionsgetreu. Links Mittelfeld kommt raus. Dino, defensiver Spieler, Innenverteidiger, kommt rein. Wahrscheinlich will der Steven defensiv agieren. Nach Offenbach wechselt aus. Ja. Aus dem Spiel die Nummer 19, Ferreira, das Santos. Ja. Und für ihn im Spiel die Nummer 4, Dino Kurbegovic. Also du sagst, das ist taktisch bedingt? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe gerade, der Dino ist jetzt auf die 6 gerückt, der Luca 1 nach vorne auf die 10 und der Torschütze Dennis Hussein Basic als Linksmittelfeld. Und das wertest du als welches Signal? Ja gut, ich denke einfach... Leck mich am Arsch, das darf nicht passieren, jetzt kann es passieren, nein, ist er vorbei und dann drüber. Gott sei Dank, meine Herren, hier kann man sich durch so Leichtigkeiten dann, Leichtsinnigkeiten vielleicht noch was verspielen. Meine Herren, das war eine Schrecksekunde. Ja, auf jeden Fall hätte es auf jeden Fall klingeln können. Dürfen Sie sich erlauben, so Fehler. Vor allem jetzt in der 73. Spielminute, wo noch so viel zu spielen ist. Ho. Da waren wir gerade dabei, das so ein bisschen zu analysieren, wie wir den taktischen Wechsel einstufen sollen. Aber hier haben wir die Szene nochmal. Die müssen wir natürlich nochmal nachliefern. Und da läuft er ganz allein auf unser Torhüter zu. Ja, war eigentlich fast schon vorbei, aber dann im Abschluss sind ihm doch die Nerven durchgegangen. Ja, den muss er machen. Gut, hinten hat noch einer abgesichert, aber ja, sowas kann auch schief gehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt zu der Frage, ob es mit dem Wechsel. Ich denke, dass wir doch eher so verblieben sind. Nicht wirklich offensiver, nicht wirklich defensiver. Ich denke, dass wir auch genauso weiterspielen wollen. Wobei man natürlich sagen muss, dass Luca jetzt eins nach vorne gegangen ist, Zehnerposition einnimmt und dann von dort aus vielleicht noch ein bisschen offensiv verstärken wird. Ja. Wollen wir hoffen, dass es fruchtet. Ja, man kann so ein Spiel nicht auf Halten spielen, das geht nicht. Nee, wie habe ich auch am Anfang schon gesagt, dass man halt die Führung über die Zeit bringen muss, weil Elversberg, wie gesagt, keine schlechte Mannschaft ist. Vielleicht haben die erste Halbzeit einfach verpennt und wir haben es einfach gut gemacht, aber es war klar, dass sie es über ganze Spiele nicht so schlecht machen werden wie in der ersten Halbzeit. Wobei sie es ja nicht mal schlecht gemacht haben, nur wir einfach gut. Ja, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Knapp kam er nicht ran, Luka Garic. Ja gut, jetzt versuchen die Elversberg halt zu drücken. Was war da? Ja gut, da haben die Jungs von uns versucht, den Ball, den Einwurf zu verhindern. Weil der Ball zu weit vorne gelegen hat, haben die Fans sich beschwert. Ah, jetzt gibt es hier viele Nebensächlichkeiten und irgendwie das ganz geradlinige Spiel aus der ersten Halbzeit ist ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht brauchen wir jetzt mal einen glücklichen Moment. Ja, würde
uns auf jeden Fall gut tun. Jetzt tritt aber natürlich der Moment ein, von dem ich davor gesprochen habe, dass wir uns halt von den Fans jetzt nicht verleiten lassen dürfen, die Konzentration zu verlieren und einfach weiter unser Spiel aufziehen müssen. Auf jeden Fall. Ja, Lämmer. Ja, das hat sich rumgesprochen. Den darf man nicht gewähren lassen. Und so gingen sie mit 2 auf ihn los. Und dann ist es passiert, aber... Also die Ausgangssituation bis hierhin ist gut. Mit einem weiteren Tor ist sie sehr, sehr gut. Ja gut, ein Tor wird uns das wirklich gut tun. Wir sind noch immer am Drücker eigentlich, aber muss halt zu Ende gespielt werden. Oh. Auch das, ne? Was hat er jetzt da gesucht? Das war jetzt fast ein Abspiel, also ein direkter Schuss war es nicht. Und da denke ich auch, geradlinig einfach mal draufhalten, wenn du schon durch bist. Ja gut, wie du sagst, ein Schuss wird uns auch mal gut tun. Vielleicht auch eine Abwehr zum Eckball und dann könnten wir über Standards kommen. Ja, Verletzungsunterbrechung, das sage ich nochmal. Wir wollen für euch weitermachen, Fanradio und auch Kickers TV, in die 15. Saison gehen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. 40 Euro oder wem das auf einen Schlag zu viel ist, 2x20 Euro, Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag, 3,33 Euro. Kontoverbindung findet ihr auf der Fanradio-Website. Ja, fanradio-ofc.de. Fanradio-ofc.de, da gibt es die Kontoverbindung. Ja, sucht es euch mal raus, macht das Ding klar, dann brauchen wir nicht mehr darüber zu reden. 12 Spieltage sind schon finanziert. Das ist gut und ja, sehr gut ist es, wenn es komplett erledigt ist und wir gar nichts mehr darüber verlieren müssen. So, jetzt gab es hier nochmal Applaus. Noch ein Wechsel, oder? Ja, auf Seiten vom Elversberg. Wieder ein Wechsel, Spieler kenne ich leider nicht, deswegen kann ich nicht sagen, welche Position. Aber wahrscheinlich ein Mann fürs Zentrum, wie es aussieht. Wie gesagt, die Elversberger haben jetzt natürlich profitiert vom Tor, was sie geschossen haben, haben natürlich wieder Mut bekommen, weil so stark spielen sie es eigentlich nicht. Also großen Fußball sehen wir nicht von Seiten von Elversberg. Das ist wohl richtig. Aber auch das hat man sich... Ja, ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil man die Elversberger hat ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Ist natürlich leicht gesagt, ist eine klasse Mannschaft, ganz klar. Haben ja nicht umsonst die Meisterschaft da errungen. Und ja, hat man sie in der ersten Halbzeit derart in der Tasche gehabt. Vielleicht war man sogar davon überzeugt und ganz ehrlich, uns ging es auch so. Wir haben gesagt, das war eigentlich ein Klassenunterschied. Das wird schon laufen jetzt, wir machen da noch ein paar. Und ja, vielleicht ist das vielleicht auch gerade Fehler gewesen. Ja, kann man so jetzt nicht unbedingt sagen, aber wie du gesagt hast, war schon richtig. Wir hätten auf jeden Fall mehr drauflegen müssen, das 3, vielleicht auch sogar 4-0 machen und dann wäre das Spiel zum größeren Teil im Sack gewesen, als es jetzt ist. Also, jetzt kommt der UFC nochmal. 79 Minuten gespielt, 2:1 führen die Kickers-Buben im U19-Hinspiel. Der Relegation, Aufstieg in die Junioren-Bundesliga. Das ist Luka Garic hier vorne. Heute wieder ein Gastspiel in der U19. Nimmt. Ja. Komm, weg die Kugel, weg die Kugel. Schneller weg die Kugel. Aber der ist auch ein bisschen gerempelt worden. Freistoß wird es geben. Einen machen wir noch, komm. Und dann ist der Deckel drauf. Für heute zumindest. Und das wäre eine brillante Ausgangssituation fürs Rückspiel. Am Wiener Ring wird gespielt. Weißt du schon, auf welchem Feld? Nee, das weiß ich leider noch nicht. So wie es aussieht, wahrscheinlich, also doch auf dem Kunstrasen, aber vielleicht spielen wir auch auf dem neuen Rasen unten. Ich habe sogar was ganz anderes gehört, aber das zeigt eigentlich, dass es anscheinend doch nicht so ganz klar ist. Ich habe gehört, dass es dort ist, wo die Tarnanbahn ist. Aufpassen, aufpassen! Meine Herren! Meine Herren, meine Herren! Jetzt wird es aber nochmal richtig eng. Donnerschlag! Lasst sie nicht ins Spiel kommen! Also dort, wo die Aschenbahn ist, das heißt, da gibt es ein paar Stufenerhöhungen. Meine Herren, jetzt schwimmen wir ein bisschen.
Ja gut, Graz verlieren wir das Spiel gerade außer Kontrolle. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Ja gut, letzten 10 Minuten so eines Spiels sind immer relativ hektisch. Müssen wir einfach unter Kontrolle halten, das Spiel. Ja, in jedem Fall werdet ihr wahrscheinlich dann auch nochmal dort trainieren, wo ihr dann am Ende spielen werdet, oder? Ja, wenn es so ist, wie du es sagst, dann auf jeden Fall. Jetzt ist er vorbei, aber das ist... Oh, nix! Kommt er da noch ran? Das gibt's doch nicht! Ja, was denn? Jetzt ist der Ball im Tor, meine Herren, aber da hat er gepfiffen, Was hat er denn gepfiffen? Ja, anscheinend faul, aber offensiv faul, aber in meinen Augen war das wirklich gar nichts. Gucken Sie uns gleich nochmal an. So wie ich unseren Bildregisseur kenne, hat er bestimmt auch diese Szene eingefangen. Werden wir gleich mal einen guten Zeitpunkt finden, dass wir da nochmal genauer hingucken, was er denn da gepfiffen haben mag. Jetzt erstmal hier der UFC. Da haben wir es schon eingeblendet, ja, da kommt es, die Szene. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, und dann war der Ball auch im Tor am Ende. Aber das nützt ja alles nichts. Weiter geht's beim Stande von 2:1. Ja, 8 Minuten noch auf die Sekunde. Wie ist das so hinten raus? Habt ihr hinten raus mehr Spiele gewonnen oder hinten raus noch vielleicht Punkte verloren? Eine Runde? Nee, also wir haben insgesamt, glaube ich, nur 2 Unentschieden gespielt diese Saison und eine Niederlage. Aber sonst haben wir eigentlich alles gewonnen. Das heißt auch Spiele in den letzten Minuten noch siegreich. Ach so, ja. Gut, zum Beispiel das Musterspiel jetzt gegen Rot-Weiß, wo wir 3-0 zurückliegen und noch 3-3 gespielt haben, haben wir natürlich einen Punkt geholt im Nachhinein. Aber so Spiele wie jetzt gab es auch schon öfters gegen Hessen-Kassel zum Beispiel und sind am Ende siegreich vom Platz gegangen. Aber jetzt auf Tee mit Garic. Ja, da müssen viele helfen, um ihn zu stoppen. Ja, Ball erstmal ins Ausgeschlagen, Verletzungsunterbrechung. Wer liegt da hinten? Das ist die Nummer 13, Georgian Veleanu. Ganz hinten rechts ist er. Liegt da. Er wird behandelt. Ja, was kann man zu ihm sagen? Auch ähnlicher Spieler wie Marc Knopp, nur halt von links, Linksfuß, sehr zweikampfstarker, schneller, athletischer Spieler, der seinen Job auf der linken Seite auf jeden Fall sehr gut macht. Also, selbst mit einem Unentschieden wären wir vor dem Spiel zufrieden gewesen, hätten wir gefeiert. Aber jetzt wollen wir natürlich unbedingt hier siegreich vom Platz gehen. Und der UFC führt ja nach wie vor 2:1, da noch exakt 6 Minuten zu gehen sind. 750 Zuschauer, davon an die Hälfte circa aus Offenbach. Ja, und jetzt gibt es noch einen Wurf Richtung, ja, Richtung Strafraum der Elversberger. Ja. Sah gut aus, mit der Hacke da gespielt. Ja. Und dann kommt die Flanke in die Mitte. Naja, und jetzt könnten wir eigentlich dem Signorelli. Oh, rechts vorbei. Schade. Ja, wäre schön, wenn es geklappt hätte. Ja, wie gesagt, noch 6 Minuten zu spielen. 5 Minuten mit Nachspielzeit. Müssen da, wie gesagt, dranbleiben und versuchen jetzt die Kiste hinten sauber zu halten. Naja, und wir haben das ja vorhin so ein bisschen thematisiert mit den Stürmern, die man manchmal nicht sieht. Und jetzt könnte der Signorelli dann vielleicht mal das entscheidende Tor machen, oder? Ja, freuen würde sich natürlich auch. Also ich denke, uns alle. Und vor allem für ihn natürlich auch, der jetzt im... Meine Herren! Fehlpass, ein bisschen schlampig, aber weiter geht's. Kommt, Jungs. Also ich habe schon so das Gefühl, dass ein bisschen dem hohen Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen müssen, unsere. Aber jetzt sieht das gut aus über die linke Seite. Tja, und dann war es nichts mit dem Abschluss. Ja, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, wir fudeln die Mannschaft ein bisschen zu viel, anstatt den geradlinigen Abschluss zu suchen. Da kommt die Szene jetzt nochmal, da haben wir sie.
Ja, vorbei am Tor. Oh, jetzt aufpassen, da muss geklärt werden. Ja, fulminanter Einsatz. Da darf man keine Angst haben da hinten als Torwart. Ja, auf jeden Fall hat er auch nicht. Macht er seinen Job bis jetzt gut. Gut beim Gegentor kann er nicht viel machen. Ja, das haben wir jetzt schlecht gesehen, aber gelb, der Schiri stand gut. War wohl ein Foulspiel. Da regen sich die Elversberger auf. Aber so schlimm hat es ihn dann doch nicht getroffen. Er ist nämlich gleich wieder fit. Ist ja auch gut so. Dreieinhalb Minuten noch bis Buffalo. Und bliebe es dabei, hätte der OFC sich eine gute Ausgangssituation geschaffen. Wir werden dann gleich noch ein paar Interviews machen auf dem Platz. Ja, macht er auch, kriegt auch gelb. Ja gut, also leider ist es jetzt so, dass bei jedem Foul von uns die Fans extrem schreien. Und ich denke, das beeinflusst natürlich auch dann die Entscheidung vom Schiedsrichter, dass er bei den kleinsten Fouls jetzt auch schon gelb gibt. Ich bin natürlich jetzt gespannt, wie viel er nachzuspielen gibt. Ich denke, mindestens zwei wird er geben. Ja, es wird keine Pressekonferenz geben, aber wir machen dennoch eine kleine Interview-Nachlese, wie ihr das bei den Profis gewohnt seid. Wir werden also versuchen, die Jungs hier ans Mikrofon zu bekommen. Und mit einem 2:1 auf des Gegners Platz, da kann man natürlich leben. Ah ja, klar, hat er ihn gezogen. Jetzt wird es schon ein bisschen zuppelig. Und bliebe es dabei, muss man ja auch sagen, unterm Strich wäre das ja mittlerweile dann auch das richtige Ergebnis. Ja, sowieso. Also den Treffer haben sie Elversberger sich auf jeden Fall verdient, was die zweite Halbzeit angeht. Aber ich denke, wir hätten das noch in mehr Tore machen müssen, auf jeden Fall. Deswegen denke ich, wenn wir gewinnen, ist es vollkommen zu Recht. Auf jeden Fall, ja, ja. Wenn die 2 steht und bei denen die 1 steht, dann geht das absolut in Ordnung. Aber noch ist es nicht so weit und man bringt die Elversberger immer mal wieder ins Spiel. Also da ist schon ein bisschen Müdigkeit meines Erachtens auf Offenbacher Seite rauszusehen. Und dieses tolle Team hat so viel geleistet. Wer will es ihnen denn verdenken? Auch jetzt noch diese Terminänderung. Aber ihr hört es, die OFC-Fans sind guter Dinge. Feiern die Mannschaft hier, feuern sie an und ja, jetzt werden wir das Ding noch nach Hause schaukeln, 1 Minute 15 noch. Ja, ich denke auch, das müssen wir noch packen. Jetzt natürlich hängt es davon ab, wie viel der Schiedsrichter nachzuspielen gibt, aber ich denke, unterm Strich müssen wir das eigentlich mit nach Hause nehmen. Ja, wenn es dann schnell zu Ende gehen sollte, wenn er nicht lange nachspielen lässt, dann sage ich dir an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank fürs Co-Kommentieren. Hat mir großen Spaß mit dir gemacht. Danke auf jeden Fall, mir natürlich auch. Und ich hoffe mal, dass wir uns dann beim Rückspiel wiedersehen. Auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du mir auch gleich noch mal ein bisschen behilflich sein, wenn wir jetzt das ein oder andere Interview einfangen, dass du uns vielleicht noch die richtigen Leute dann zuführst, wenn wir auf den Platz gehen. Ja, klar. Jetzt gibt es aber nochmal Ecke für Elversberg in der Schlussminute. Was sage ich? Nach der Ecke ist eigentlich hier endgültig Schluss, aber 3 Minuten lässt er nachspielen. Ja, da haben wir es. Also, das heißt, wir haben noch 3 Minuten und 10 Sekunden zu gehen. Ja, keine Balljungen hier. Naja, jetzt liegt dort ein Offenbacher am Strafraum. Was gibt's jetzt? Er will sich behandeln lassen. Na gut, wenn er sich behandeln lassen will, muss er rausgehen. Was natürlich in der letzten Minute nicht so schlau ist. Nicht so schlau ist, genau. Aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, es scheint auch nicht zu gehen. Denn er liegt jetzt da. Haben wir es im Bild. Muss behandelt werden. Und das heißt, wir werden dann zu 10 zu Ende spielen. Und jetzt wird auch noch Signorelli ganz zurückzitiert. Kommen auch noch zurück. Genau aus diesem Grund.
Ja, ja, der muss jetzt auch dort hinten klar machen. Und jetzt schauen wir. Jetzt wird es nochmal spannend. Schön erstmal rausgeköpft. Nachschuss, die Elversberger. Und dann ist er erstmal aus der Gefahrenzone buxiert worden. Tja. Ja, lassen Sie hier erstaunlich viel Zeit. Achso, da wird jetzt nochmal gewechselt. Auf Offenbacher Seite. Ja, Leon Wronski, unser Stürmer, unser Ersatzstürmer für Giuseppe, kommt rein, Giuseppe raus. Vielleicht wollen wir noch in der letzten Minute natürlich erstens über die Zeit bringen, das Ganze. Und vielleicht nochmal einen offensiven Akzent setzen. Wechselt noch einmal aus dem Spiel geht die neue Giuseppe Signorelli. Für ihn kommt neun Spiel die 14, Leon Wronski. Aber ich sehe schon, der nächste Spieler macht sich auch bereit. Das müsste sogar einer aus der U17 sein. Wird gleich nochmal gewechselt. Ja. Klar, ein bisschen taktisch wechseln, Zeitspiel. Ja, klar. Ja, aufpassen, aufpassen. Ehrlich gesagt, war nicht unbedingt nötig, dass wir jetzt nochmal zittern müssen. Aber wenn wir eben zittern müssen, müssen wir eben zittern. Macht nichts. Jetzt hat sich hier nochmal einer richtig wehgetan. Oh, jetzt gibt's Rot, jetzt gibt's Rot. Die Gelbe ist schon weg. Ah ne, doch, Gelb. Da hat er, guck mal, der hat eine Gelbe verloren. Ich dachte... Ersatzkarte. Der hat zwei gelbe Karten. Okay. Eieiei. Deswegen habe ich Schlimmes befürchtet. Aber solange hier nicht Schluss ist, solange müssen wir noch ein bisschen zittern und bibbern. Ja gut, jetzt natürlich in der letzten Minute so ein Freistoß ist immer gefährlich. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt konsequent klären können. Wechseln wollen wir auch nochmal. Wie gesagt, ein Mann aus der U17, 2002er Jahrgang, der mitgereist ist, weil ein Spieler von uns sich heute im Training, gestern im Training noch verletzt hat. Also jetzt genau hingucken und aufpassen, Kickersbuben. Ihr habt Großartiges geleistet, ihr seid schon jetzt unsere Helden. Aber jetzt muss man aufpassen. Ah ja, jetzt kommt erst noch der Wechsel. Ja, das ist ja klar, dass das jetzt den Unmut der Elversberger Zuschauer auf sich zieht. Aber genau dafür ist es ja auch gedacht, ein taktischer Wechsel. Und wir haben das Wechselkontingent nicht ausgeschöpft, also kann und muss er das eigentlich auch so machen, der Trainer. Ja klar, also im Endeffekt muss man so machen, das gehört zum Fußball dazu. Wenn wir es natürlich aber vorher entscheiden und 3-4-0 in Führung gehen, dann muss sowas auch dann nicht gemacht werden. Na, das wird nichts. Und raus die Hulla, genau das wollte ich sehen. Und jetzt, lieber Schiri, sind wir in der 94. Minute. Jetzt musst du abpfeifen. Und dann gehen wir hier mit einem 2-1-Sieg vom Platz. Eine glänzende Ausgangssituation fürs Rückspiel. Er hat die Pfeife im Mund. OFC, OFC-Anfeuerungsrufe. Und das war noch nicht der Schlusspfiff. Er sagt, Beeilung, Beeilung, Avanti, Avanti. Aber gleich ist es soweit. Denn dann gehen wir in die 95. Minute. Und dann muss auch irgendwann wirklich Schluss sein hier. Und ganz zurückspielen, aber... auf Nummer sicher. Ja, Mensch, jetzt schaut er nochmal. Immer noch macht er keine Anstalten. Wir sind in der 95. Minute. 3 Minuten wollte er nachspielen lassen. Ja, da gab es das ein oder andere noch. Meine Herren, jetzt gibt es nochmal Gelb für Luka Garic, oder? Ja, ja, Luka hat sich da eine Gelbe eingefangen, hat den Ball ein bisschen weggeschossen, aus Versehen war es. Fängt natürlich dafür eine Gelbe, weil er Schiri nicht wissen kann, ob es aus Versehen war oder nicht. Aber ich denke, es ist auch alle Zeit abzupfeifen, würde ich sagen. Donnerschlag. Jetzt allerletzte Chance für Elversberg. Eigentlich sind wir schon durch. Uiuiui. Pfeif ab, Schiri. Meine Herren, da kommt Elversberg nochmal an den Strafraum. Und dann ist er deutlich über dem Tor. Und der lässt doch tatsächlich noch die Ecke ausführen. Das gibt's doch nicht. Meine Herren, wir gehen jetzt gleich in die 96. Minute. Donnerschlag, jetzt wird's aber richtig eng. Eieiei, hier darf wohl gespielt werden, bis sie den Ausgleich geschossen haben, oder was ist hier los? So kommt mir es fast vor. Ja, wie es aussieht schon. Wäre natürlich jetzt richtig blöd, wenn wir uns noch das Tor fangen würden jetzt. Aber ich denke, da müssten wir einfach jetzt konsequent zum Treffen. Jetzt Nerven bewahren, Jungs. Raus die Hulla. Und jetzt pfeif endlich ab, Mensch. Da zieht er ab und drüber ist er. Und jetzt musst du pfeifen. Und das war's, Freunde. Der OFC gewinnt das Hinspiel in der Relegation. 2-1. Unsere Jungs sind doll, sind tapfer, haben gefightet. Und wir freuen uns auf mehr in der nächsten Woche zur großen Entscheidung am Wiener Ring. Dir herzlichen Dank als Co-Kommentator und gute Heimreise. Dankeschön, danke.